auf Augenhöhe. Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe auf Augenhöhe hier aus Düsseldorf. Unser Thema heute: Krisen, Schockstarre oder Neuanfang. Ich möchte heute mit meinen Gästen darüber sprechen, wie wir in Zukunft miteinander leben möchten. Und wir wollen mal eine Bestandsaufnahme machen dieser Krise. Und wir wollen aber auch gemeinsam hier am Tisch Szenarien entwickeln und Modelle entwickeln, wie wir uns begegnen in Zukunft. Weil unsere Wahrnehmung ist die, dass wir so, wie wir gerade miteinander leben, in Zukunft in eine falsche Richtung gehen. Und ich freue mich sehr über meine Gäste. Nina Malaika aus Hamburg. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, Frau Malaika, Sängerin und Moderatorin. Genau, ganz genau. Momentan leider ein bisschen weniger aufgrund der Situation. Es ist nicht mehr ganz so viel möglich, aber in meinem Herzen nach wie vor, ja. Ich freue mich sehr über einen Gast, den wir schon im Einzelgespräch hatten, den Schauspieler Dieter Brandecker. Hallo, Herr Brandecker. Ja, danke für die Einladung, für die sehr, sehr kurzfristige. Danke. Stimmt, das ist, glaube ich, die kurzfristigste Einladung in der Geschichte von Fairtalk. Vor anderthalb Stunden haben wir Sie angerufen, weil jemand anders abgesagt hat und Sie haben spontan gesagt, ich bin dabei. Jawohl. Das gibt schon mal einen Applaus. Natürlich. Wer kann Herrn Lehrig widerstehen? Danke, ja. Danke. Danke für die Blumen. Ob Sie das noch nach der Sendung sagen, ja, gucken wir mal. Ne? Ich begrüße ganz herzlich Dr. Justus Hoffmann, Rechtsanwalt. Ja, so ist es. Und im Corona-Ausschuss. Ja, genau. Einer und der wenig zahlreichen Mitbegründer dieser doch recht wichtig gewordenen Institutionen, zumindest in bestimmten Kreisen. Und ich begrüße ganz herzlich Marco Rima. Hallo, Herr Rima. Ja. Comedian, Kabarettist, Schauspieler, genau. Und Unternehmer. Das ist ganz wichtig auch an dieser, ja, Stelle. Unternehmer und Schweizer. Also von daher freue ich mich sehr, dass ich da in dieser Runde darf sein darf. Und ich grüße natürlich auch von da aus die Schweizer und Schweizerinnen im In- und Ausland und drunter und drüber. Ganz ehrlich, da kann ich stundenlang zuhören. Ich verstehe nicht alles, aber es klingt toll. Ja. Ein schöner Dialekt auf jeden Fall. Aber wir gehören natürlich auch zum deutschsprachigen Raum und das ist sehr spannend. Ich möchte erstmal so ein bisschen zum Warmlaufen hier mit unseren Begriffen Krisen, Schockstarre oder Neuanfang spielen. Herr Brandecker, befindet sich unsere Welt gerade in einer Schockstarre? Wie würden Sie das analysieren? Ich würde eher sagen, in einer wahnsinnigen Dynamik. Die Starre wäre vielleicht noch ganz nett, aber es passiert ja jeden Tag. Passieren Dinge, die man vor anderthalb Jahren oder 18 Monaten nicht für möglich gehalten hätte. Also, ich finde, es rollt viel mehr, als dass es eine Starre ist. Herr Hoffmann, ist eigentlich grundsätzlich eine Schockstarre was Schlimmes? Es kommt immer darauf an, für wen und aus welcher Perspektive. Schockstarre ist für das Reh, das auf der Straße steht, nicht so toll. Für den Autofahrer auch nicht. Für die Versicherung auch nicht. Wenn dann einer später kommt und den Rehkadaver einsammelt und sich einen leckeren Braten draus macht, der hat seine Freude daran. Ich bin auch nicht der Meinung, dass wir wirklich noch überall an dem Punkt sind, wo wir sagen, es ist noch Schockstarre. Ich sehe das genauso, dass wir da durchaus dynamisch sind, dass sich da eine Dynamik reinentwickelt hat, in alle Richtungen übrigens. Also Dynamik im Sinne von, der Druck wird erhöht von den Leuten, die den Druck erhöhen können. Aber es gibt auch immer mehr Leute, die sagen, Moment mal, die sich aus dieser Schockstarre herausbewegen und anfangen, zumindest Fragen zu stellen. Herr Rima, als Kabarettist jetzt mal die Frage, nicht als Unternehmer, sondern als Comedian-Kabarettist, was ist eine Krise? Eine Krise ist eine Chance für einen Neuanfang, Dinge zu überdenken, Kreativität, Innovation auf den Weg zu bringen. Und da sind eben genau Menschen gefragt, die etwas eigenwilliger sind, anders sind. Das wäre eigentlich auch gut, wenn man das in die Schulen hineinträgt. Ich sage immer, man versucht, einen Gesellschaftssoldaten auf den Weg zu bringen. Aber gefordert sind eigentlich die Menschen, die eigene Ideen auf den Weg bringen. Und das zeigt sich dann in der Krise, dass ungewöhnliche Leute zusammenkommen und dann plötzlich Dinge auf den Weg bringen, die man so nie geglaubt hätte. Mein Opa sagte immer, wie sagte er, fällt mir gleich wieder auf. Alles gut, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Geht nicht, gibt's nicht. Mhm. Und das
finde ich eben klasse, weil wenn es nicht geht, dann würden wir ja alle resignieren. Also suchen wir neue Wege, neue Lösungen. Und das ist eine spannende Zeit, in der wir momentan sind. Frau Malaika, eigentlich sagt man ja Ladies first, jetzt Ladies last, weil sonst hätte das mit der Frage nicht gepasst. Kein Problem. Aber Sie verzeihen mir das. Woran erkennt man einen Neuanfang? Es ist, glaube ich, erstmal vor allen Dingen ein subjektives Gefühl. Ich erlebe das ja jetzt auch seit März 2020, durch was wir da durchgehen. Und ich habe sehr stark das Gefühl, dass dieses innere Erleben natürlich dann immer im Umkehrschluss eine Projektion auf das Außen ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass man das gar nicht linear jetzt so feststellen kann. Hier begann die Krise, dann ist jetzt sozusagen der Schockzustand, jetzt ist das Gefühl von einem Neuanfang, sondern bei mir ist das seit März 2020 fast monatlich ein heilloses Durcheinander an Gefühlen. Und ich habe das Gefühl, dass auch im Außen es eine Strömung gibt von Menschen, die wirklich in einer Art Schockzustand sind über das, was hier passiert, weil sie es nicht greifen können. Und dann wieder andere Menschen wirklich sehr stark in, wie Herr Riemer das gesagt hat, in kreatives Gestalten, in das kreative Erleben gehen. Und für mich ist das momentan ein riesengroßer Wust an aufeinander ballenden Gefühlen und Situationen, die wir erleben. Und das ist gar nicht so trennbar voneinander. Nach 18 Monaten Krise, Herr Hoffmann, Sie als Anwalt und Sie helfen ja Eltern dabei, in schwierigen Situationen gerade mit Behörden klarzukommen. Was sind so, ich sage mal, Ihre krassesten Erfahrungen gewesen der vergangenen 18 Monate? Oh, die Kiste, die mache ich immer sehr gerne auf, weil die Reaktion auf vieles von dem, was ich erlebt habe, bei vielen Leuten, die tatsächlich auch auf in Anführungszeichen der anderen Seite stehen, Bestürzung auslöst, sich dann fragen, wo sind wir eigentlich hingekommen? Meine beiden Lieblingsbeispiele, die ich selber auch vertreten habe. Erstes Beispiel, da gibt es ein Mädchen in der Grundschule, die hat eine Erbkrankheit, die dazu führt, dass es zum plötzlichen Herzstillstand kommen kann. Also einfach so, Atemsätze aus, Herzstillstand, bumm. Und dann sollte das neue Schuljahr losgehen und der Schulleiter hat einen Hygieneplan für diese Schule erlassen, in dem wortwörtlich, ich paraphrasiere jetzt, aber in dem sinngemäß drin stand, wenn Lehrer an Schülern oder wenn ein Notfall eintritt, der Wiederbelebungsmaßnahmen notwendig macht, dann ist es dem Lehrer freigestellt, die durchzuführen oder seinen eigenen Infektionsschutz höher zu bewerten. Und die Mutter von diesem Kind ist natürlich aus der Verzweiflung nicht mehr rausgekommen, weil das natürlich zum einen mit der Rechtslage nicht konform geht und zum anderen auch übrigens mit der Rechtsprechung des BGH, wie weit die Pflichten des Lehrers zum Einschreiten und wie weit die Überwachungspflichten des Lehrers gehen, nicht konform geht. Und juristisch gesehen ist das aus meiner Sicht, und das habe ich dem Schulleiter dann auch geschrieben, ganz klar eine versuchte Anstiftung zum Totschlag durch Unterlassen. Und bei Verbrechen wie beim Totschlag zum Unterlassen ist der Versuch der Anstiftung bereits strafbar, führte dann dazu, dass diese nach dieser Mitteilung, die ich freundlich formuliert habe, habe ich gesagt, sollte er vielleicht nochmal drüber nachdenken, glücklicherweise, dass er das dann rausgestrichen hat, weil der Lehrer muss seine eigenen infektionsschutzrechtlichen Belange immer hinten anstellen, wenn ein Kind Hilfe braucht, das in seiner Obhut ist, weil wir das jetzt nicht zu weit ausweizen, aber wenn ich mein Kind an der Schule abgebe, habe ich den Deal mit dem Staat. Ich lasse dich mein Kind irgendwie erziehen und beschulen und dafür machst du das, passt du so auf mein Kind auf, als würde ich selber daneben stehen. Das ist so untechnisch formuliert der Deal, den wir mit der Schule haben. Und wenn ich als Eltern nicht mehr davon ausgehen muss, dass mein Kind mit der Erbkrankheit umfällt und der Lehrer steht daneben, nee, also das Kind hat ja keine Maske auf, das kam ja noch dazu, nein, das Kind trägt ja keine Maske, deswegen geht das nicht mit der Wiederbelebung, dann ist dieser Deal einfach gestört. Und das Zweite, einfach nur so auch als kreatives Beispiel, wo dann ein ich glaube 14- oder 15-Jähriger in Quarantäne gesteckt wurde, weil irgendjemand am anderen Ende des Flurs positiv getestet wurde und man beim Ordnungsamt dann auf Auftrag des Gesundheitsamtes dann der Meinung war, der muss dann PCR getestet werden. Nun ist die Rechtslage, habe ich auch schon öfter gesagt, so, PCR-Test ist ein invasiver Eingriff, Infektionsschutzgesetz sagt, muss man nicht mitmachen, so steht es mehr oder weniger wörtlich im Gesetz. Hat das Ordnungsamt nicht interessiert. Dieser Junge hatte die Besonderheit, dass er Tourette-Syndrom hat und zwar nicht keine verbalen Ticks, sondern nur
körperliche Ticks und Epilepsie. Und die Drohung, die dann ausgesprochen wurde, ist, der wird getestet oder Polizei kommt vorbei und führt den Test dann zwangsweise durch. Ich habe dann in dem Fall tatsächlich der Mutter gesagt, nehmen Sie Ihr Kind, packen Sie Ihre Tasche und gehen Sie aus Ihrer Wohnung weg, gehen Sie irgendwo hin und sagen Sie niemandem, wo Sie sind. Ich will das nicht dramatisieren, aber da kann ich als Rechtsanwalt auch nichts machen. Ich kann ja natürlich sagen, der Sohn muss das nicht machen. Aber wenn dann die Gestapo, die Gesundheitsstaatspolizei vor der Tür steht, die Tür eintritt und sagt, der Junge wird jetzt zwangsweise getestet, dann bringt mir die Rechtslage nichts. Und dann auch da wieder ein positiver Ausblick, dann mal im Ordnungsamt angerufen und dann einfach nur mal gefragt, was ist bei Ihnen eigentlich los? Und das, weil ohne jegliche Aggressivität, und wenn dann erstmal diese Barriere eingebrochen ist, kam dann nur, naja, wissen Sie, wir kriegen auch nur vom Gesundheitsamt, ihr macht das jetzt und ihr verfügt das jetzt. Und ich meinte, ja, aber auf welcher Grundlage denn? Sie kennen doch meinen Mandanten, das Kind, das kennen Sie doch überhaupt nicht. Wussten Sie, dass der Tourette-Syndrom hat? Wussten Sie, dass der Epilepsie hat? Nein. Auf welcher Grundlage haben Sie dann Ihre Entscheidung getroffen? Und ich habe dann die Frage gestellt, Sie wollen mir also erklären, dass Sie das jetzt verantworten wollen, dass da die Polizei kommt, den feststellt, dann kommt der Arzt und rammt dem einen Stab tief in den Nasenrachenkanal rein, bei jemandem, der unter Stress einen epileptischen Anfall bekommt oder Zuckungen aufgrund oder motorische Ticks aufgrund seines Tourette-Syndroms. Sie wollen mir ernsthaft erzählen, dass sie das machen wollen, dass da der Rechtsstaat an vorderster Front verteidigt wird. Da kam dann so, haben Sie eigentlich recht. Ja, dann gehe ich mal davon aus, dass das nicht passieren wird. Ist auch nicht passiert. Aber das ist vielleicht, um da die Kurve zu kriegen, was Krise angeht. Der Rechtsstaat ist an der Stelle aus meiner Sicht insofern in der Krise, dass man sich immer vorstellen muss, wir reden hier über Ordnungswidrigkeiten. Losgelöst davon, wie man das jetzt inhaltlich bewertet. Wir reden ja darüber, dass der Junge dann, wenn er sich nicht testen lässt, was er nicht muss, aber auch selbst aus Perspektive des Ordnungsamtes wäre das eine Ordnungswidrigkeit, dass wir hier jegliche Grenze der Verhältnismäßigkeit, jegliche Grenze ist so von wie falsch parken dann, oder? Ja, um das mal wir, zu klassifizieren. Ja, wie falsch parken oder bei Rot über die Straße gehen. Solche Angelegenheiten, also auf der untersten Ebene der strafrechtlichen Verwerflichkeit, dass wir das über Bord geworfen haben und dass die Leute wieder, die in Entscheidungspositionen sitzen, wieder nur Befehlsempfänger sind, die Befehle, die von oben kommen, nach unten durchreichen und dann sagen, hier habe ich dem Rechtsstaat Genüge getan. Das ist ein guter Übergang zu Frau Malaika. Ich habe ein Video von Ihnen gesehen, ich glaube aus Mai diesen Jahres war das. Da waren Sie in Berlin bei einer Demonstration für Kinder. Ja, genau. Da ging es auch um Corona und die Maßnahmen. Und da haben Sie ja diese Übergriffigkeit, so würde ich es jetzt mal zusammenfassen, des Staates auch selbst am eigenen Leib gespürt. Vielleicht können Sie das mal erzählen. Ja, also es war das erste Mal, dass ich das am eigenen Leibe so gespürt habe. Vorher kannte ich das auch aus anderen Videos, natürlich von Demonstrationen auf YouTube. Und man sieht es dann bei anderen Leuten und nimmt es auch wahr, aber man spürt es halt selber nicht. Und das war halt, wie gesagt, eine Demonstration für Kinder. Ich glaube, das war gar nicht als Demonstration tituliert. Es war ein Kinderfest. Also es waren ein paar Künstler eingeladen, die für die Kinder und mit den Kindern gesungen haben. Es war wirklich schön gemacht. 40 Kinder, 40 Eltern. Alles friedlich und harmlos. Und ich kann mich erinnern, dass ich mit einer der Damen, die diese Veranstaltung initiiert hat, am Rande stand und wir wollten gerade losgehen. Und wir hatten so vielleicht 100, 150 rosa und rote Luftballons in den Händen für die Kinder. Und es kam ein sehr großer Herr auf mich zu von der Polizei, schon mit einem, sage ich mal, latenten, aggressiven Auftreten, körperlich und von der Energie. Das merkt man natürlich auch als Frau ganz besonders und sprach mich an. Und ich hatte dann meine Personalien gezeigt und auch meinen Maskenattest. Ich habe einen Attest. Ich wurde dann, glaube ich, 10 Minuten später nochmal mit etwas unfreundlicherem Ton darauf hingewiesen, das nochmal vorzuzeigen und habe mich dann geweigert und habe gesagt, also wir halten hier ein paar Herzluftballons, wir möchten mit den Kindern und Eltern jetzt losziehen. Ich zeige das nicht nochmal, ich habe das jetzt gemacht und jetzt reicht's auch. Und dann gab es ein Wortgefecht und aus diesem Wortgefecht heraus packte er mich und es kamen 6 Beamte, weiblicher und männlicher Natur von links und rechts und rissen mich raus aus dem Szenario und hinter einen Polizeiwagen und genau, den Rest kann man dann sehen, also wirklich auf einem Level körperlicher Übergriffigkeit, wo ich das erste Mal Angst um meine Unversehrtheit hatte. Ich habe gespürt,
man drückt ihm auch hier hinten rauf, jetzt musst du echt ruhig sein, weil wenn die noch weiter zudrücken, dann kriegst du keine Luft mehr. Und das Perfide an der Situation war, ich hatte Luftnot durch das Drücken der Polizeibeamten und habe mich nicht getraut, das zu sagen. Das war nämlich in Anführungszeichen kurz nach der Situation mit dem jungen Afroamerikaner in den Staaten. Und ich habe gesagt, wenn du das jetzt sagst, dann ist das sozusagen Affront, weil was der Herr dort erlebt hat, was uns zum Tode führte, war ja so viel schlimmer. Das heißt, ich habe einfach an mich gehalten, weil ich irgendwie Respekt vor dem hatte, was da passiert und weil ich mich geschämt habe. Und es war eine solche Machtdemonstration. Die haben dann meine kompletten Rucksäcke auseinandergenommen, haben OBs rausgeholt, meinen Personalausweis, haben das alles hochgehalten und so. Da habe ich natürlich was ganz Perfides gespürt, was wirklich gar nicht, natürlich A, massive Polizeigewalt, aber auch etwas, da standen Menschen vor einem, die ganz klar ihre Position und ihre Macht ausgenutzt haben und wirklich körperlich wurden. Und da habe ich gemerkt, okay, also wenn das jetzt kippt, dann hast du keine Chance. Und ich fand es auf der einen Seite gut, dass ich das mal gespürt habe am eigenen Leibe. Und natürlich macht es eine unfassbare Angst, ähnlich wie das, was ich gerade gehört habe von Ihnen, dass wir an dem Punkt sind, wo Menschen, die sich kritisch äußern und sich in solche Situationen begeben, als Staatsfeinde gesehen werden und man darf mit uns alles machen. Wir sind zum Freischuss abgegeben. Das ist sehr, sehr, sehr bedenklich. Also hätte auch sagen können, also von der Haltung her, ja. Wir machen nicht nur den Rucksack auf und zeigen mal alles hoch, ja. Hier Kondome, ja, genau. Ach, sowas benutzt die, das ist ja interessant, ja. Dass man auch, es könnte ja mal passieren, dass ein Kleidungsstück zerrissen wird bei dem Gedränge oder so. Ja. Also diese wahnsinnige Übergriffigkeit, das ist schon... Und das Thema Unverhältnismäßigkeit. Also ich habe mich weder gewehrt, noch habe ich körperlich zuerst angegriffen. Also es geht darum, dass diese Beamten signalisieren wollten, ihr macht hier eine Kinderdemo, das wollen wir hier sowieso schon mal gar nicht. Und ihr seid Dreck. So habe ich mich gefühlt, als ob wir wirklich Dreck sind und wir dürfen mit euch machen, was wir wollen. Also Festnahmen werden zelebriert. Ja, ganz genau. Ja. Also wenn ich da so zuhöre, ich spüre gerade, was das mit mir macht. Also und das sieht man ja auch, deswegen war es uns auch so wichtig, verschiedene Beispiele hier jetzt auch mal zu benennen. Es ist kein Einzelfall, im Gegenteil. Es kommt, und das werden Sie, Herr Dr. Hoffmann, wahrscheinlich sicherlich nachher auch noch mal weiter ausführen können, im Moment alltäglich vor. Herr Riemer, Sie kommen aus der Schweiz. Wenn Sie das hören, ist das so in der Schweiz auch möglich? Oder sagen Sie, also Deutschland geht hier ein... ganz besonders krassen Weg, weil das ist ja etwas, wo man sagen würde, also da geht es auch nicht mehr irgendwie die Meinung hinterm Berg zu halten. Also ich finde, wenn Frau Malaika das so erzählt, dass sie deswegen körperliche Übergriffe erleben muss, dann stimmt doch was nicht hier, oder? Nee, das stimmt vieles nicht. Und ich glaube aber auch, dass es sehr viele Polizisten gibt, die nach wie vor Freund und Helfer sind und das auch sehr gerne sind. Aber die haben innerhalb der Polizei teilweise auch Angst. Also es gibt ja bekanntlicherweise auch Schlägertrupps innerhalb der Polizei. Und wir stellen das ja auch selber fest, wenn du dich gegen ein Narrativ wendest, dann bekommst du es eigentlich mit Schlägertrupps in den sozialen Medien zu tun. Das heißt, die Schlägertrupps, die früher unterwegs waren mit Springerstiefeln und durch die Straßen gegangen sind und die Leute aus den Häusern geholt haben, die brauchst du auch gar nicht mehr. Diese Arbeit erledigen die Medien und die sozialen Institutionen. Und wenn ich manchmal so sehe, was da an Hass kommt, wo ich so denke, hey Leute, ich stelle ja nur in Frage, und das muss ja auch nicht stimmen, ich rufe zur Debatte auf oder frage mich, warum, dann ist sowas für mich sehr besorgniserregend, da wir ja in einer sogenannten christlichen Welt leben, also mit christlichen Werten, Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, die Würde des Menschen und. Und es wird sehr unchristlich miteinander umgegangen. Mich würde das brennend interessieren, was Jesus dazu sagen würde, der ja in der Bergpredigt eigentlich einen Aufruf zur Menschlichkeit sondergleichen gemacht hat. Und das stimmt mich traurig. Und trotzdem vertraue ich den Menschen. Also ich liebe Menschen. Und ich glaube, es dem Bösen kann man nur, das hört sich vielleicht naiv an, aber nur mit Liebenswürdigkeit. Ich bin vom Typ her eher auch so, also
kann explodieren und würde dann eigentlich gerne reinhauen. Aber in solchen extremen Momenten, denke ich, gibt es nur eine Möglichkeit, den Menschen in Liebe zu begegnen. Aber das wäre ja eigentlich die Deeskalation. Also Gandhi hat das ja sehr gut gesagt. Ja, aber Deeskalation wäre ja in so einer Situation eigentlich Aufgabe der Polizei. Wenn ich das richtig verstehe, ja, sagen Sie, also eigentlich muss der, also dann am Ende der Demonstrant der Deeskalierende sein. Der Staat missbraucht hier eine ganz klare, der Staat missbraucht diese Polizisten oder die Menschen, die ja genau dafür besorgt sind, missbraucht die. Und die werden teilweise auch missbraucht, indem sie lange Einsätze haben, dass sie kaputt sind. Das kennt man schon von früher. Also bei uns gab es eine Zeit lang Zürich brennt. Da ging es auch um Demonstrationen, um Hausbesetzungen und so. Und dann wurden ganze so Polizeigrenadiere über Stunden, über 2-3 Tage, die wurden wachgehalten und dann teilweise, wir müssen noch den einen Sohn da von dem einen Politiker, den müssen wir rausholen und dann könnt ihr zu. Die waren so aggressiv zum Schluss, dass sie alles in ihre Wut weggehauen haben. Und deshalb sage ich auch immer, ich glaube, wenn man sich hinsetzen würde mit den Menschen, aber wir können ja nicht mit diesen jeweiligen Personen reden, da würden wir ganz Trauriges, ich bin überzeugt, der eine Typ, der sich vor ihnen aufgebaut hat, es wäre mal hochinteressant, mit dem sich zu treffen und sagen, was ist bei dir vorgegangen? Warum, um Gottes Willen? Ich guck mal, ich bin 1,65 groß, ich habe keine Chance gegen dich und ich mache ja niemanden was. Das wäre hochinteressant, wie der antworten würde. Und das gilt es dann wahrscheinlich irgendwann auch alles aufzuarbeiten. Und ich bin sehr gespannt. Also ich, wie gesagt, die Krise ist eine Chance und vielleicht wir hinterfragen ja alles, was jetzt momentan auch so kommt. Natürlich gibt es ein großes Narrativ, also ich habe die Schnauze vollkommen, impfen und die Sache ist vorbei und ich mag auch nicht mehr. Ich glaube, viele Leute mögen auch nicht mehr darüber reden. Ja. Deshalb gibt es auch nicht mehr die großen Demonstrationen. Herr Brandecker, ja, Sie haben ja schon relativ früh sich als Promi, so sage ich mal, geäußert, hier auch bei Fairtalk unter anderem, das ist schon eine ganze Weile her. Da haben Sie gesagt, hier stimmt irgendwas nicht. Wie sind jetzt so die Erfahrungen von Ihnen der letzten Monate gewesen? Hat sich das in Ihrem Schauspielerkreis, so nenne ich es jetzt mal, verbessert? Sind da mehr Leute, die jetzt auch hinterfragen oder wie ist Ihre Situation? Ja, es ist ja so, dass die Kontakte zu meinen alten Freunden Namen nenne ich vielleicht eher nicht. Nö, brauchen wir auch nicht. Also ich denke, der eine fängt mit A und der andere hat sein Nachname ist mit R und der eine heißt B und hat im Nachnamen Anfangsbuchstabe K. Und die haben mich wahnsinnig enttäuscht. Und das hat sich auch nicht verändert? Also da ist auch nach wie vor kein Gespräch möglich? Im Gegenteil. Ich habe versucht, zum Beispiel, ich schreibe ja mit einer jungen Dame quasi ein Theaterstück. Also sie schreibt mehr als ich. Ich habe mehr Ideen dazu. Und Philine Konrad, die hatten wir hier auch schon am Tisch. Ja, genau. Ich wusste jetzt nicht, sage ich den Vornamen oder den Nachnamen. Ich glaube, das dürfen wir. Das dürfen wir. Genau, und ich habe diesem sehr, sehr bekannten Schauspieler, also der hat auch schon viel international gedreht, dieses Theaterstück geschickt. Kein Kommentar. Kein Nichts. Oder er hätte ja sagen können, was schickst du mir denn da für einen Quatsch? Oder sowas. Ne? Ich wollte ja nur, ob er eine Möglichkeit sieht, dass man das irgendwo vielleicht aufführt. Jetzt wird es, glaube ich, auch irgendwo aufgeführt. Ich weiß jetzt nicht genau wo, aber ja. Dann gibt es natürlich Kontakt zu Sprechern. Aber im Grunde ist es ein Sprecher. Und der findet das alles toll. Auch das Interview vom März hat sich bei mir gemeldet, telefonisch. Mensch, Dieter, super, so toll. Und dann wollte ich ihn auch mal im anderen Zusammenhang unterbringen, Text vorlesen, meinetwegen für Corona-Ausschuss oder so. Ja. Oder ein Text für die Mutigmacher.
schwierig. Ich habe zwei Kinder in der Hochschule und ja. Aber das sind genau diese wirtschaftlichen Ängste, die da eine große Rolle spielen, oder Herr Hoffmann? Ja, ich meine, die Angstmacherei, die ja da betrieben wird, oder ich sag noch mal gleich noch was dazu, warum ich der Meinung bin, dass es eben schlimmer ist als Angst, was bei den Leuten ausgelöst wird. Aber Angst wird vor allen Dingen getrieben und betrieben, gerade in der Wirtschaft. An uns wenden sich ja, also an uns Anwälte, inzwischen auch immer mehr Leute aus der Wirtschaft, aus allen möglichen Sparten, natürlich Restaurants, Hotels, aber auch ganz viele Künstler. Und zwar deutlich mehr als diese, sagen wir mal, 25 oder wie viel das waren, Musikgestalten, die dann mal öffentlich gesagt haben, lasst euch doch mal impfen. Ich meine, ein paar von denen sind wenigstens Ärzte, zumindest dem Namen nach. Von daher, aber das sind deutlich mehr als die paar Gestalten, das möchte ich vielleicht auch nochmal sagen. Die haben nur 25 Leute gefunden, die sich dafür hergeben. Die werden ein Vielfaches von denen angefragt haben. Ja. Und dieses Vielfache, das ist das, was ich auch im Hintergrund abspielt. Die Leute sagen natürlich auch, sie können irgendwie nicht rauskommen, weil dann sagt die Produktionsfirma sonst irgendwas, die streichen den dann, oder der Manager streichen den aus der Kartei, sonst irgendwas. Und mit den Ängsten wird halt gespielt. Mit diesen Existenzängsten, das zieht sich durch alle Bereiche durch. Die Lehrer, die anfangen, kritische Fragen zu stellen in der Schule, die sagen, wir wollen da nicht mehr mitmachen. Wir haben erst einen Schulleiter, die sagen, hört mal, irgendwann ist auch mal gut, was sollen wir denn machen? Aber die haben alle Angst, dass sie von oben so viel Druck kriegen, weil sie so abhängig sind. Entschuldigung, wenn ich da einmal einhacke, aber ist das jetzt juristisch gesehen nicht Erpressung oder Nötigung? Oder also? Ja, ich meine, das hat man ja immer mal wieder versucht, wir nicht, aber das haben viele Leute versucht, das zur Anzeige zu bringen, aber da muss man auch sagen, die Staatsanwaltschaften in Deutschland sind ja nun mal den Justizministerien unterstellt, und wenn der Justizminister sagt, in die Richtung wird nicht und ermittelt, ich möchte immer an die berühmte Stinkefinger-Oma aus Berlin erinnern, ich immer sage, wenn das irgendeine andere politische Partei, ich nenne da jetzt keine Namen, aber eine andere unangenehme politische Partei so eine Kampagne gestartet hätte. Die hätten sich vor Strafermittlungen wegen Beleidigung und Volksverhetzung hätten sie nicht retten können. Und wir wissen es, dass es, ich sag nicht von wem, aber wir wissen es, dass dort eben gesagt wurde, das ist alles einzustellen. Und was ich spannend finde in diesem Zusammenhang, es gibt bei uns in dem Strafgesetzbuch den Artikel 258, habe ich auswendig gelernt, und wow. Schrecken der Bevölkerung. Und eigentlich müsste man die ganzen Revolverblätter müsste man eigentlich einklagen, weil sie nichts anderes machen, als jeden Tag die Bevölkerung zu erschrecken. Ja. In Angst und Schrecken hypnotisieren. Ja, klar. Quasi. Und dann hast du paranoide Menschen irgendwann. Eben, wir haben auch darüber gesprochen, wir leben im Jetzt und Heute und das Leben ist wunderbar und das Leben ist auch dazu da, dass man einander hilft, dass man einander aufeinander achtet und die machen alles kaputt. Ja. Und das ist ein Business Case. Und eigentlich ist unsere ganze Gesellschaft auf Solidarität aufgebaut. Nur die Solidarität, dreht sich ja nur noch ums Impfen. Ja. Aber Solidarität heißt, ich zahle mit meiner AHV in der Schweiz, mit der Rentenkasse, zahle ich aufgrund meines Einkommens 10% weg. Und das ist wahrscheinlich mehr als ein Sanitärinstallateur. Und ich zahle die Krankenkasse und so. Nur so kann ein System funktionieren. Jetzt werden viele Leute arbeitslos gemacht. Also ich bin dann zum Beispiel entweder mit dem Musical mit 70 Leuten unterwegs oder mit dem Comedy-Programm mit 12 Menschen, also Musiker, Techniker, und mache Umsätze, generiere Gelder, schaffe Arbeitsplätze. Das war jetzt alles nicht mehr möglich. Das heißt, diese Gelder, die diese Menschen dann mit ihren Steuern bezahlen, die fehlen. Aber die Regierung geben ja nur Geld aus. Und ich denke immer, wer zahlt das jetzt eigentlich ein? Also so für die Sozialkassen, für die Spitäler. Das wollen wir ja alles noch weiterhin betreiben. Und das fällt wie weg. Und da denke ich immer so, vielleicht muss man alles wieder ins Verhältnis setzen und sich auch fragen, wollen wir jetzt mit diesem Virus leben? Wie gehen wir damit um? Wir haben wunderbare Beispiele, wie skandinavische Länder damit umgehen.
Und ja, man, das ist dann, wo ich auch so, ich verstehe es nicht, auch unsere Kollegen, ich weiß von vielen Kollegen, die sagen, ja, ich bin so froh, dass du so mutig bist. Ich sage, nee, ich bin nicht mutig, ich habe einfach, ich bin so. Ja. So, ich kann es mir leisten, das hört meine Frau, die mein Management macht, nicht gerne. Du musst überall nicht erzählen, dass du es dir leisten kannst. Ich würde es mir aber auch leisten, wenn ich es mir nicht leisten könnte. Aber das ist ein spannender Aspekt, weil wir haben ja, wir haben ja einen Türken. Genau. Ja. Ja, da bewundere ich dich. Und, aber ich würde es auch machen. Ja. Das aber nochmal zu den Schulden, die ja jetzt so stark angewachsen sind. Da wird doch jetzt EU-weit das Vermögensregister geplant. Ja. Sodass man wie damals, das hieß da Lastenausgleich, dass man möglicherweise ja, so rum das wieder reinholt. Aber ich glaube, das ist auch so ein Aspekt. Es ist einfach so komplex geworden. Wie soll der Mensch da überhaupt noch durchsteigen? Also ich finde das so fatal, dass wir diese Debatte, die einige von uns Künstlern führen, die in Anführungsstrichen diesen sogenannten Mut, mit dem ich ja auch immer behangen werde, wo ich sage, Leute, also das Schlimme ist, dass wir in einem Land, in einer Situation leben, wo jemand wie ich oder Herr Riemer als mutige Künstler tituliert werden. Nein, ich finde nicht, dass ich besonders mutig bin, sondern ich konnte gar nicht anders. Das war wie, es hat mich gezogen. Es ging hier los und ich habe gemerkt, es ist so schlimm, was hier passiert und was hier versucht wird oder was einfach installiert wird, dass es nicht mehr um meine wirtschaftlichen Interessen gehen kann. Das ist viel größer. Und das Problem ist, Sie haben es gerade gesagt, diese Künstler mit dieser ganzen Impfgeschichte, wir Künstler werden ja, oder die sich missbrauchen lassen, werden so instrumentalisiert, dann findet man irgendwie eine Horde von so vermeintlich wirtschaftlich sehr erfolgreichen Leuten, die sich dann fürs Impfen irgendwie äußern. Prostituieren, ganz ehrlich, ich wollte es nicht so sagen. Also das, es geht, verdammt nochmal, es darf nicht mehr meine wirtschaftlichen Interessen gehen. Also egal, ob ich es mir leisten kann oder nicht, wir müssten eigentlich alle in einer viel größeren Masse aufstehen und sagen, Leute, hier stimmt was nicht. Aber die empfinden das ja nicht so. Es ist ja im Endeffekt, wenn man so eine Aktion startet und dann kommen irgendwelche Künstler, jetzt lasst euch doch mal impfen, jetzt tut doch einfach mal, was der Staat euch sagt, damit wir wieder auftreten können. Genau. Mit wir wieder auftreten können, meinen sie nichts weiter. Eure Gesundheit ist mir bis zum heutigen Tage vollkommen egal gewesen. Sie ist mir am heutigen Tage vollkommen egal und sie wird mir auch in Zukunft vollkommen egal sein. Gut, man muss vielleicht fairerweise sagen, das sage ich jetzt einfach mal, weil ich hinterfrage ja auch meine Position. Ja. Ich glaube, es gibt wirklich viele Leute, die glauben, dass das richtig ist und die vertrauen auf diese Wissenschaft. Und ich kann es ja, ich kann es eh nicht beurteilen. Ich habe für mich einfach eine andere Entscheidung getroffen. Und dass viele einfach wieder loslegen möchten und das Gefühl haben, hey, wenn alle geimpft, getestet oder 2G oder 1, jetzt 2G in Hamburg, dann ist alles gut. Und dann denke ich immer, warum, ich habe links und rechts Leute, die sind doppelt geimpft, total nette Leute, und die sind jetzt an Corona erkrankt und die könnten sie auch weitergehen. Das wird einfach ausgeblendet. Da habe ich ein Problem. Aber mir geht es auch nicht darum, dass ich den Leuten Böswill unterstelle. Mhm. Aber man muss sich ja nur überlegen, was das bedeutet. Da stellt sich einer hin und sagt, mach das mit eurer Gesundheit. Mhm. Warum? Weil ich Konzertkarten verkaufen möchte. Aber ich und dass das den Leuten nicht klar wird, was das für eine, das ist für eine Verantwortung auch. Es ist ein ganz starkes Symptom dafür, wie sich der moralische Kompass bei den Leuten, ich will nicht sagen, komplett auf den Kopf gestellt hat, sondern die Nadel dreht frei. Da wären wir nie vorher auf die Idee gekommen zu sagen, dass irgendein Hinz und Kunz, nur weil er mit der Gitarre auf der Bühne steht und rumklampft, irgendjemand irgendwelchen Leuten erzählt, was sie mit ihrem Körper, ihrer Gesundheit zu machen haben, der ist in überhaupt keiner Position, irgendjemandem irgendwas zu sagen. Mhm. Und dessen Autorität wird dann auf einmal beschworen, ja, und wenn der das sagt, dann können wir wieder auftreten. Ja, weil sie dann auch irgendwann gemerkt haben, der Staat, der haut uns ja nicht raus. Das ist die Erfahrung, die wir am Anfang mit allen möglichen Industrie- und Vertretern und Gewerbevertretern und sonst irgendwas gemacht haben. Mit denen hat man geredet, also Leute, ihr bezahlt die Sause hier. Ihr seid diejenigen, die das Steueraufkommen erwirtschaften, die Arbeitsplätze haben, die in die Rentenkassen einzahlen, genau wie Herr Riemer das gesagt hat. Was wollt ihr eigentlich machen? In Deutschland 140 Milliarden, habe ich mal gehört. Was wollt ihr denn machen? Ihr müsst euch doch mal jetzt schon orientieren und sagen, hör mal, wir müssen doch wieder vernünftig arbeiten können. Und es kam immer wieder nur zurück,
Der Staat, der haut uns schon noch raus. Mhm. Das ist genau das Gleiche wie auch beim Impfen. Naja, wir impfen uns zweimal und dann geht alles wieder von vorne los. Und die Quote ist dann auf einmal immer weiter nach oben korrigiert worden. Jetzt brauchen wir 80%. Wenn wir die 80 haben, brauchen wir 90, brauchen wir 98, irgendwann brauchen wir 110%. Und irgendwann, da setzt jetzt das langsam ein, dass sie wirklich realisieren, sie stehen auf verlorenen Posten, weil der Staat, der sie da reinreitet, welche Ambition sollte der haben, die rauszuhauen? Ich wollte nur gerne anmerken, in Sachen Künstlern, wenn man dieses Triell gesehen hat, ja, und hat dann aber die Bilder gesehen backstage, und wenn die alle ohne Maske, ohne Abstand dort abhängen und schön was Leckeres trinken, dann können die meines Erachtens dieses Narrativ gar nicht selber glauben vom gefährlichen Virus. Weil dann wissen sie ja eigentlich, das ist ja nicht so gefährlich. Ich glaube aber, das spielt eben auch einen Aspekt mit eine Rolle, der zu beobachten ist, der eben auch schon wissenschaftlich beobachtet wird, dass die Leute ihre Impfung bekommen und dann der Meinung sind, sie seien unverwundbar. Die bekommen das und denken sich so, jetzt kann ich wieder komplett alles und Maske und brauche ich alles. Aber nicht diese Schauspieler, lassen sich nicht impfen. Ich weiß nicht, wie viele garantiert davon. Nicht. Kochsalzlösung. Ich kann es nicht beurteilen, aber ich denke, dass ein erheblicher Teil der Leute dann auch einfach denkt, sie haben jetzt ihre Superman-Spritze bekommen und alle anderen können krank werden, ich nicht. Mir und ziehen das dann aber selbst nochmal die Maske drüber. Ja, natürlich. Am besten zwei Masken. Aber die Frage ist wie kommen wir da in eine Aufklärung rein? Also, dass wir auch die, ich nenne es jetzt mal andere Seite, da abholen und sagen irgendwie, wir müssen doch zusammenstehen. Wir müssen doch gemeinsam miteinander, also die Geimpften mit den Ungeimpften und also die Maßnahmen befürworten, mit denen, die Maßnahmen ablehnen. Ich habe so das Gefühl, das ist auch so ein typisch deutsches Phänomen, dass hier die Spaltung also so besonders stark ist. Ja. Also in anderen Ländern, ich habe das aus Frankreich gehört, ich bin nicht selbst da gewesen, ist es wohl so, dass da eine unglaubliche Solidarität zum Beispiel auch zwischen Geimpften und Ungeimpften gibt. Ja, das ist auch meine Erfahrung, wenn ich, das war der ein Kommentar, den ich mir vorbehalten habe. Es ist auch unsere Erfahrung, dass das, was hier passiert, in Anführungszeichen die Spaltung in der Gesellschaft, die passiert von ganz alleine. Aber die Leute solidarisieren sich nicht mit den anderen, weil wir es geschafft haben, dass die Leute voreinander Angst haben. Und aus der Angst ist etwas geworden, was wir aus der Historie leider schon kennen. Die Leute ekeln sich. Das ist Ekel, das ist Abscheu. Mhm. Da ist jemand nicht geimpft, da hat jemand keine Maske auf, der bringt mich um. Mhm. Und das Gefährliche daran, das so unfassbar Gefährliche daran, was wir in der Geschichte erlebt haben, und deswegen bin ich da auch so auf Alarm, ist, wenn ich vor jemandem Angst habe, da renne ich vor dem weg. Und ich verteidige mich nur gegen den, wenn ich nicht anders kann. Wenn ich mich vor was ekel, haue ich es tot. Da läuft die Kakerlake auf dem Boden lang und dann trete ich drauf. Weil ich Abscheu, Ekel, genau das Gleiche war vor 80 Jahren. Das hat mit Abscheu und Ekel angefangen. Das ist ja auch so eine typische Kriegslüge mit Abwertung und Ekel. Darf man das und das Land angreifen? Dehumanisieren. Die Gruppe irgendwie, ja. Also ich habe ganz stark das Gefühl, dass diese beiden Parteien und Strömungen, die sich hier gebildet haben aufgrund dieser Spaltung, dass das nicht nur auf der Seite von Impfbefürwortern und Co. der Fall ist. Nein. Ich möchte ganz ehrlich sagen, ich habe diese Abscheu und dieses Gefühl den anderen Menschen gegenüber. Und das ist unfassbar unangenehm, also dieses Gefühl so auszusprechen, ich habe das. Und das haben ganz, ganz viele Leute auch, die genauso kritisch sind wie ich. Und das ist das Problem. Wir haben hier zwei Parteien, die sich mehr oder weniger das Gleiche jeweils in Grün oder Gelb vorwerfen. Mhm. Und ich bin die letzten anderthalb Jahre viel, viel, viel gereist, weil ich irgendwann geschnallt habe, Corona ist kein globales Problem, so wie es uns verkauft wird. Das Virus ist nicht ein globales Problem. Wir haben ein gesellschaftliches Problem. Ich war jetzt gerade in Ägypten, ich war in Schweden, ich war in Tansania, ich war in so vielen Ländern und ich habe nirgendwo, wo ich war, diese Spaltung so massiv wahrgenommen innerhalb der Gesellschaft als bei uns in Deutschland. Mhm. Und ich frage mich natürlich auch, hat das mit unserer Historie zu tun? Und da kommen wir natürlich in ein ganz, 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 ganz schwieriges Themenfeld. Sobald man da Vergleiche zieht zu gewissen Zuständen, die wir schon mal hatten, ist man der Todesfeind.
In Ägypten, jetzt wo ich kürzlich war, da gibt es auch Leute, die haben Angst vor dem Virus. Da gibt es weniger, aber es gibt Leute, die eine Maske tragen. Es hat aber nicht diese Entzerrung, Entzweiung und Spaltung stattgefunden, sondern jeder darf machen, was er will. Und wenn du Angst hast, setzt du dir die Maske auf. Wir sind im Freundeskreis oder Familie. Mhm. Wir sitzen trotzdem mit 30, 40 Leuten in der Familie zusammen. Man hat es dort nicht geschafft, Familien, Gesellschaftsgruppierungen auseinanderzureißen wie hier. Ich glaube, es liegt auch daran, weil der Aspekt des Social Medias, das ist dort in Ägypten in der Form, hat nicht stattgefunden. Und du kannst einfach, vielleicht auch aufgrund der Religion irgendwie des Islams, man hält zusammen, gerade Familien, die ärmer sind, die halten zusammen, die haben sich nicht auseinanderreißen lassen. Und da muss ich sagen, ich sehe zum Thema Krisen, Schockstarre oder Neuanfang, ich habe das Gefühl persönlich, dass diese Fronten so verhärtet sind und dass das nicht so einfach wieder zusammenführend zu sein wird, weil ich ja von mir selber ausgehe und sage, ich möchte mit den anderen gar nicht mehr in einer Gesellschaft leben. Ich bin so enttäuscht, traurig und fassungslos seit März 2020, was hier passiert, dass ich sage, ich für mich persönlich habe die Entscheidung getroffen, mich eher zurückzuziehen und in der Hoffnung, mit anderen Gruppierungen, mit jemandem wie Ihnen vielleicht oder Ihnen, Herr Riemer, was Neues aufzubauen. Mhm. Feline, die auch schon hier war, Schauspielerin, dass man sagt, okay, wir brauchen sowas wie eine alternative Entertainment-Branche. Das ist sozusagen eher da, wo es mich gedanklich hinzieht. Das ist nur mein Gefühl. Im Grunde eine komplett Parallelwelt. Es betrifft ja viele andere Dinge auch, ob das Lebensmittel sind oder Geräte oder sonst was, dass man nicht mehr bei den großen Konzernen sich das alles bestellt, sondern dass man sich selber Arbeit schafft. Weil wir haben ja einen Zustand in Deutschland mittlerweile, das sind zutiefst nachweisbar faschistoide Strukturen. Ja. Die haben wir geschaffen aus der Gesellschaft heraus, mithilfe der Politik, die schön angefördert, der Medien. Und ich nehme das den Leuten, die da mitgemacht haben, so übel. Und das muss ich leider sagen, dass hat nicht unsere Widerstandsbewegung kreiert, das hat die andere Seite kreiert. Wir haben reagiert. Und dass Leute einen faschistoiden Zug und diese Installation nicht erkennen, wenn sie vor ihren eigenen Füßen, wenn es vor ihren eigenen Füßen stattfindet, dass sie da mitmachen und sagen, das ist nicht so, das ist mir sowas von unbegreifbar. Und ich merke, dass bei mir eine Tür runtergegangen ist und ich sage, okay, macht mal, aber ich möchte gerne was Neues, aber nicht mit euch. Aber ist das ein Bildungsproblem? Schwierig zu sagen. Also wenn du Talents förderst, dann eben machst du Tür und Tor auf, dass individuell Menschen dann auf den Weg gehen und Ideen kreieren. Eben, wie kommen wir aus diesem Dilemma raus? Ich glaube eben, wie Sie richtig gesagt haben, es gab dann im ersten Moment Schockstarre, wie Virus. Ich weiß noch, ich war in Australien. Plötzlich sind mir Leute an einem Strand 20 Kilometer, 200 Meter ausgewichen, schon Hund. Was macht der da? Weißt du, ich bin gleich tot. So. Und dann bin ich nach Hause gereist, weil ich habe noch zwei erwachsene Kinder. Der Papa muss da sein, wenn irgendwas ist. Und dann gab es eine Solidarität und der Bundesrat hat das auch gut gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, die Zehntausenden von Toten, die angekündigt worden sind, so wie Lauterbach jetzt nach der EM auch gesagt hat, und sie werden wieder. So, wo ich auch denke, der redet immer noch. Ja. Und eine Prognose nach der anderen versenkt der, aber nee, der macht Klicks. Das ist geil für die Presse. Yeah. Ich würde gerne mal mit Lauterbach hier in so einer Runde reden. Ich auch, den haben wir auch schon eingeladen. Der McKinsey des Gesundheitswesens, sage ich immer. Ich würde gerne mit diesen Leuten reden, nur dieser Diskurs wurde irgendwann verweigert und das hat schon sehr früh angefangen, so mit diesem Schwurbler. Genau, ich wusste nicht mal, was ein Schwurbler ist. Ich dachte, ist das ein Freizeitmechaniker oder irgendwie so. Ich wusste es wirklich nicht. Und auch Kollegen von mir, ach, hör auf zu schwurbeln. Und die, was, du Idiot. Ja. Weißt du, so dieses Unsinn. Wieso? Ich verstehe es nicht ganz, warum jetzt oder im so. Und das wurde unterbunden und ich habe schon sehr früh auch immer, warum reden wir nicht? Warum sind, haben wir letztens auch besprochen. Weißt du, Bakti, Wodak, wer auch immer, Hochherz und Drosten mit Lauterbach an einem Tisch. Ja. Hochinteressant. Ja. Und dieser Dialog, diese Debatte wird den Menschen verweigert und nicht von denen, die gerne Fragen stellen, sondern
man geht da gerade. Das war hochinteressant. Bei uns wurde über das, in Deutschland hieß es Infektionsschutzgesetz, bei uns Covid-19-Maßnahmengesetz, wurde abgestimmt und man hat Podien gemacht. Sie haben nicht einen einzigen gefunden, bei diesem der für das Maßnahmengesetz stimmt. Also wir stimmen im November noch einmal über gewisse Punkte ab. Nicht einen. Aber die 40%, die Nein gestimmt haben, da sage ich immer, ich bin gegen politische Parteien, ich mag politische Parteien nicht, weil du bist immer ein Parteisoldat. Mhm. Aber wenn du eine Bewegung auf den Weg bringst, mit den 40%, die sagen, mir ist die Unversehrtheit wichtig und lass uns Themenpolitik betreiben, dann kann was ganz Großartiges erwachsen. Und deshalb bin ich eigentlich sehr positiv gestimmt. Ich möchte gerne mit Menschen in einer Bewegung sein, die nicht nur meine Meinung teilen, die auch andere Ansichten haben, andere Lebenserfahrungen anschauen. Das macht es lebendig. Und dann kann man ja auch, und ich wünsche mir immer, wenn ich mit jemandem zusammenkomme, den ich vielleicht nicht mag oder er mich, wir gehen auseinander und sagen, hey, es war schön. Vielen Dank. Wir haben uns gegenseitig überrascht. Und ich nehme dein Denken mit und überlege mir vielleicht das eine oder andere. Was ich mir bei Lauterbach kaum vorstellen kann, dass man irgendwas übernehmen kann. Von naja, aber ich glaube, der sagt ja heute so, morgen so und übermorgen ist es wieder Und trotzdem, glaube ich, müssen wir ich sagen, weiß. Es ist ein Mensch, so wie wir Menschen natürlich sind, und man muss ihm irgendwie auch zuhören. Aber er würde nie kommen, wahrscheinlich nicht, behaupte ich jetzt mal. Wie gesagt, hier herzliche Einladung. Also jederzeit an diesem Tisch. Herr Riemer hat auch schon zugesagt. Bei Herrn Brandecker bin ich mir noch nicht sicher. Und bei Frau Malaika frage ich auch noch mal nach. Ich würde ihn schon gern persönlich mal sehen. Kommen, ja, natürlich. Es ist ja eine ich bin auch der Meinung, dass wir einen positiven Outlook haben müssen. Also ich bin sowieso, fragen mich immer alle, wie ich so gelassen bleiben kann. Ich meine, wir stehen seit ungefähr einem halben Jahr auf Gewinn. Wir müssen das Ding nur noch die Gegenseite Wahnsinn. Hängt an den Seilen, die retten das versuchen es über die Zeit zu retten, bis es dann von jemand anderem das Problem ist. Das wird sich im Laufe der Zeit alles wird ans Licht kommen von ganz alleine, wenn man das eben nicht lange unterdrücken kann. Was wir in unserer auch in unserer anwaltlichen Arbeit gerade bei Eltern merken, und wir sind immer auf Schulen auch zugegangen und Lehrer, und es kommen, das sieht man hinter den Kulissen, es kommen immer mehr Leute in Anführungszeichen auf unsere Seite, weil von den Lehrern, von den Schulen, Schulleitern, das sind erstmal noch Privatschulen, aber das ist doch das, was wir machen müssen. Wir müssen den Leuten sagen, es ist doch gar nicht eure Verantwortung. Es ist das von denen, die euch die Befehle geben, weil man muss es immer so sehen. Irgendwann ist der Spuk vorbei. Irgendwann ist er vorbei. Und dann müssen wir einander wieder irgendwie in die Augen gucken können. Das wird schwierig. Ja. Es gibt es ist vieles zu Bruch gegangen, was nicht wieder heil gemacht werden kann. Und ich habe auf viele Sachen auch keine Lust mehr. Aber was immer noch da sein wird, ist, Kinder müssen wieder in die Schule gehen. Und es konnte mir bis heute noch kein Schulleiter oder ein Lehrer erklären, wie das funktionieren soll. Da ist ein Schüler, der unter den Maßnahmen leidet. Die Kinderpsychiatrien sind alle voll. Wir haben Anstieg von Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen. Das muss man sehen. Das ist ein vollkommen non-existentes Problem gewesen. Das haben wir alles. Die Schulen haben sich und Lehrer haben sich anderthalb, zwei Jahre lang zum willfährigen Handlanger einer Politik gemacht, die den Eltern und den Kindern im Prinzip gesagt hat, eure Belange sind mir scheißegal. Was ihr wollt, ist mir scheißegal. Fresst oder sterbt. Und dann ist es vorbei, die Kinder gehen wieder in die Schule, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Das ist überhaupt nicht zu Ende gedacht. Die züchten sich eine Generation von Schülern heran, die nicht gerne in die Schule gehen und die in Lehrern Feinde sehen, Lehrer jemanden sehen, der ihnen schadet, und in Schulen keine Einrichtungen, in denen sie lernen und gefördert werden, sondern in denen sie Unterdrückung erwartet. Die Schule ist ja mal ein ganz eigenes Thema, nee, aber es ist letztendlich so, dass man sagen kann, also ich habe heute ein schönes Zitat gehört von einem Kollegen, glaube ich sogar von Ihnen, der sagte, das Haus brennt und wir suchen jetzt gerade schon nach den Ursachen, dabei müssen wir es erstmal löschen. Ja. Und zu diesem Löschen gehört ganz sicherlich auch dazu, dass, wenn man jetzt mal nochmal auf die Schule fokussiert, das nochmal insofern erweitert und sagt, diese Kinder, also das sind zumindest die Informationen, die ich auch von Experten bekomme, werden halt traumatisiert durch diese Maßnahmen. Also es ist eine kollektive Traumatisierung. Da würden jetzt viele sagen, wieso denn, so ein bisschen Maske tragen, macht meinem Kind nichts. Und auch da muss man sicherlich wieder sehr individuell sagen, nicht jedem Kind geht es damit gleich schlecht, weil wir Menschen unterschiedlich sind und jeder irgendwie quasi anders
reagiert. Ja? Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, genau das, wie bekommen wir das, wenn, wie Sie sagen, es irgendwann vorbei ist, wie bekommen wir das wieder raus? Weil Trauma verselbstständigt sich ja. Und darüber hinaus, die Kinder, sollen die dann wieder zu diesen gleichen Lehrern ja, gehen, das ist die Frage. Die sie gequält haben? Genau. Wo sollen die neuen Lehrer herkommen? Wir brauchen eigentlich eine ganz andere Schule. So wie ich von Ricardo Leppe zum Beispiel wahrgenommen habe. Den haben wir übrigens auch in einer Sendung. Und, ja. Sehr gut. Ja, aber das ist für mich die große Frage. Kann man auch das so pauschal sagen? Die Lehrer quälen die Kinder. Also das ist sicherlich so, aber ich bekomme es auch immer wieder mit, dass es Lehrer gibt, die gerade in dieser Situation auch wirklich toll damit umgehen. Ja. Also auch die darf man nicht Ausnahmen, vergessen. Klar. Also ja, das ist jetzt die Frage. Sind das aber die Ausnahmen? Per Definition ist Maskentragen schon über so lange Zeit sowieso, ist Folter. Man sieht diese Menschen auch in Guantanamo mit dieser Maske. Also 8 Stunden eine FFP2-Maske tragen. Entschuldigung. Aber wer hätte, die Frage ist einfach nur, um gerecht zu bleiben, wer hätte aufstehen müssen, die Lehrer oder die Eltern? Die Eltern sind ja auch nicht aufgestanden. Die Eltern bewegen sich auch die bewegen sich mehr als die Lehrer. Ich will auch da keine unnötigen historischen Vergleiche bemühen. Aber wer hat denn nach der Machtergreifung durch eine gewisse deutsche Partei die herankommenden Generationen, wer stand dann gleich an vorderster Front und sagt, so, das ist jetzt der neueste Scheiß, das ist die geilste Scheiße überhaupt, Nationalsozialismus, das trichte ich den Kindern jetzt ein. Wer hat denn das gemacht? Wer hatten in der DDR den Kindern in den Kitas, in den Schulen beigebracht, yes, Sozialismus, Kommunismus, hier bei uns läuft alles spitze. Man hat sich die Leute, da gab es nie Bestrebungen, da wirklich Widerstand zu leisten. Und das gibt es hier auch nicht, weil das eben auch Leute sind, die in diesen Staatsapparat integriert sind und am Ende des Tages einfach nur ihr Leben leben wollen. Ich will das nicht pauschalisieren. Bloß das ist ein strukturelles Gesamtproblem, das in der Natur der Sache liegt, so wie es aufgebaut ist. Ich glaube, dass es fängt eben schon viel früher an. Das fängt eigentlich schon damit an, dass sich zwei Menschen treffen, ein Kind zeugen und dem Kind dann, wenn sie es im Arm haben, alles Gute wünschen. Ich wünsche dir alles Gute und entwickle dich in deinem Sinn, wir begleiten dich und dann plötzlich kommen aber schon die ersten, okay, da musst du aber ruhig sitzen und hier musst du da und da, pass dich an oder sei nicht zu laut, weil das stört dann. Das heißt, ich bin überhaupt nicht für nur antiautoritäre Erziehung, aber wo ich einfach sage, du wirst automatisch als Mensch eingeschränkt und daraus erwächst natürlich irgendwann eine mutlose Gesellschaft. Dem Motto, der Papi ist traurig, wenn du nicht Arzt wirst. So, und dann heißt es hinterher, wir haben es ja nur gut mit dir gemeint. Genau. Ja. Und ich kenne übrigens einige Ärzte, die wären hervorragende Musiker geworden, aber die Eltern waren dann sehr enttäuscht oder die Anwälte. Emotionale Erpressung. Genau. Und dann hast du plötzlich, ich sage immer, wenn du Lehrer bist, dann ist es Beruf, heißt ja nichts anderes als Berufung. Wir fühlen uns berufen, Schauspieler zu sein. Warum? Wir stehen gerne auf der Bühne, wir produzieren uns gerne, wir wollen geliebt werden, Applaus, alles richtig fantastisch, steckt viel Arbeit auch hinter, aber es ist schön, Berufung. Und als Lehrer, da muss jemand vorne stehen, der ist mutig, der macht die Türen auf, zeigt den Kindern, guckt mal, das ist die Welt, die ist spannend, geht hinaus, seid mutig, begegnet Menschen. Ja, diese Form der Begegnung, der Freude, neu zu entdecken, die wurde jetzt komplett kaputt gemacht, komm nicht zu nahe, trag nicht mal. Weißt du, das ist alles so die Dinge, also da sollen die Menschen, die den Beruf, und es wurde noch perfider gemacht, du kannst ja nur noch Grundschullehrer werden mit Maturität, also mit Abschluss, wie sagt ihr? Abitur? Ich habe noch Sekundarschule, also Realschule besucht und dann musste ich eine Eintrittsprüfung machen, Lehrerseminar und 5 Jahre lang wurde ich begleitet und das war so einerseits so richtig wie Handwerker, du gibst Schule, aber hast noch Pädagogik, bla, so. Und heutzutage geht das nur noch über einen Studiengang. Aber das sind nicht die guten Lehrer. Die besten Lehrer kommen aus dem Beruf oder was auch immer. Ich sage nicht, dass alle Studenten Vollidioten sind, aber es sind Theoretiker. Ja. Nur Geist und nicht Bauch, Freude, Und
Wir sind eine mutlose Gesellschaft und don't cross the red line, weißt du so, als wenn es dann die Kinder anbelangt, da werde ich dann aber wirklich, ich sehe niemanden. Das können Sie ja bezeugen, ich glaube, wie viel waren bei der Demo, 50 Leute oder bei der in Berlin? Bei der das letzten war nicht großen? Mal eine Demo, nee, nicht bei der letzten großen, ach so, bei den Kindern. 40 Kinder, 40 also es Eltern war ja dazu, wirklich, es war relativ klein, ja. Also ich arbeite ja schon seit vielen Jahren als Musikpädagogin, ich habe von 2-3-jährigen Kindern bei mir bis zu 18-jährigen Jugendlichen und ich gucke mir das natürlich jetzt auch schon lange an und versuche mal rauszuspüren, haben sich diese Kinder verändert und wenn ja, wo haben sie sich verändert? Und ich gucke mir ganz genau immer die Augen an. Und es ist so bei den ganz Kleinen, dass die im Schauspielunterricht mit mir Corona spielen. Da habe ich gesagt, das ist ja interessant. Da habe ich mir hingesagt, ich gesagt, dann mach doch mal. Und dann haben die sich hingesetzt nebeneinander. Dann hat die eine gesagt, stopp, du darfst mir nicht so nahe kommen. Dann habe ich die einfach mal spielen lassen und die verarbeiten das so auf eine Art und Weise. Bei den Älteren nehme ich ganz, 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 also eine gesteigerte Form der Stumpfheit wahr. Mensch, wie geht's denn? Ja, es ist wie ausgeschaltet und ich merke, dass ich natürlich auch einen total starken inneren Konflikt habe. Ich bin natürlich auf der einen Seite als kritische Person diejenige, die da reingeht, das ist mein Job, die einen Impuls bei den Kindern immer wieder setzt. Bei mir dürft ihr die Masken runternehmen, natürlich ganz fein, das darf man nicht so laut, ich habe es auch nicht gesehen, wenn ihr sie nicht aufhabt. Dann kommen aber Situationen, die Schulleitung kommt rein, guckt mich an und ich muss sagen, Chantal, setz du bitte deine Maske auf und bin Mittäter. Und das ist genau das, was Sie auch gesagt haben, wir haben das strukturell, es ist so angelegt worden, dass der Druck von oben kommt. Und er wird weitergegeben bis zu mir, wo jemand wie ich irgendwann sage, Chantal, setz deine Maske auf. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, und deswegen ist auch, also ist es eben auch da so, dass letztendlich es weder die Lehrer noch die Eltern noch die der Behördenmitarbeiter, sondern alle zusammen. Also ja, das meine ich, wir müssen die Leute zusammenkriegen. Ganz wieder. Genau. Wenn wir es nicht zusammen machen. Ich finde es immer so einfach zu sagen, die Schulen hätten sich besser verhalten müssen. Die Lehrer hätten sich aber auch besser, die Eltern auch besser verhalten müssen. Und die Behörden auch. Und die Ärzte letztendlich auch. Also warum nicht mal alle zusammen wieder mit gesundem Menschenverstand an die Sache rangehen? Man hat es den Leuten vor die Füße gekotzt und gesagt, macht mal, das ist wie damals, wir schaffen das, hieß, ihr macht das schon. Aber kommt nicht zu mir, wenn ihr Hilfe braucht. Und das ist genau das Gleiche. Man hat jetzt den Leuten einfach, seht zu, wie ihr euer Infektionsschutzkonzept macht. Und wenn man nicht weiß, was man machen soll, reicht man es an denjenigen weiter, der in der Hierarchieebene am nächsten unter einem steht. Und das sind bei den Lehrern die Eltern und bei den Eltern die Schüler. Und die Schüler haben niemanden mehr, auf deren Rücken wird das ausgetragen. Ich sehe das auch ganz genauso. Wir müssen den Leuten klar machen, dieses Denken, sehe ich übrigens ganz genauso. Diese Radikalisierung findet auf der anderen Seite, dieses Schwarz-Weiß-Denken findet auf der anderen Seite genauso statt, wenn wir da einigen Akteuren freie Hand lassen würden und die würden jetzt sagen, so, wir machen jetzt mal Regierung, dann sind morgen alle Impfstoffe verboten. Mhm. Kann auch nicht und alle, die geimpft sind, die werden dann eingesperrt, alleine schon aus Rache, alleine schon aus Vergeltung, weil die müssen es jetzt auch mal abkriegen. Sondern wir müssen den klar machen, wenn da zwei Arbeitgeber und Arbeitnehmer landen vor dem Arbeitsgericht wegen irgendeinem Impfmasken, sonst irgendwas, denen muss klar werden, hier sitzen die falschen Leute. Dem Richter muss klar werden, auf seiner Position sitzt auch der Falsche. Das ist nicht der Konflikt. Dieser Konflikt sollte da nicht ausgetragen werden. Genauso wie dieser Konflikt, dieser vermeintliche Konflikt, der eigentlich gar nicht existiert. Wir müssen das einfach nur von uns weisen und sagen, ich nehme das nicht an. Genauso wie man von sich weist, Schwurbler. Den Begriff nehme ich nicht an und dann bin ich es auch nicht. Wenn er mich nicht triggert und ich damit nicht in Resonanz gehe, dann... Deswegen ist das, was Herr Riemer gesagt hat, ganz genau wichtig. Man kann Sünde nicht mit Sünde bekämpfen, sondern man muss Sünde mit Tugend bekämpfen. Man muss sein, ohne biblisch zu werden, mit der anderen Wange hinhalten. Auch Jesus, ne, der berühmte Kinski, ne, mit der Peitsche die Mönche rausschlagen und so, gab es auch. Aber man kann ja nicht Gewalt mit Gewalt bekämpfen. Vor allen Dingen muss man immer dran denken, wenn wir das machen wollen, dann kämpfen wir gegen jemanden mit Gewalt oder wer auch immer das machen möchte, der aus einer ganz überlegenen Position heraus agiert. Meine Mama hat immer, meine Mama hat immer gesagt, begegne den Menschen so, wie du möchtest, dass sie dir begegnen. Ja. Und es ist eigentlich ganz einfach. Und eben, ich sage immer, Hilfsbereitschaft, Respekt, Anstand, Liebenswürdigkeit. Und ich glaube, wenn man das beherzigt, dann haben wir schon viel gelöst. Und dann ist es nicht immer zum eigenen Vorteil. Ja. Der eigene Vorteil bedeutet ja, ich impfe mich, dann kann ich wieder reisen, ich kann wieder leben. Ich verstehe das. Ich verstehe das total. Ich habe für mich einfach eine andere Entscheidung gefällt. Und ich möchte deswegen aber nicht diskriminiert werden. Und ich werde das, so wie ich es momentan erlebe, von den Menschen, die mich umgeben und auch Menschen, die sich impfen, überhaupt nicht. Ist alles okay. Aber das, was
momentan die Presse und die Politik aufzieht in einem Aktionismus, wir erleben Aktionismus pur, weil sie, glaube ich, eben auch am Verlieren sind, das ist unfassbar. Und ich finde das von Gandhi gut, wo er auch sagt, am Anfang lachen sie dich aus, dann irgendwann werden sie dich verspotten, bekämpfen. Dann bekämpfen und zum Schluss wirst du gewinnen. Und ich glaube, das ist aber genau das Ding, dass ich immer sage, guckt mal, ich begegne euch alle im Guten. Jedem. Und wenn jemand mich bespuckt und er fällt 5 Minuten später um, dann ist es genau der Punkt, ich helfe dem. Ja. Und mit diesen, aber das ist nicht jedem gegeben. Springt ja nicht jeder irgendeinen reißenden Fluss und holt ihn. Dinge, über die man früher überhaupt nicht nachgedacht hat. Genau. Da ist einer, der fällt um, man geht und hilft. Man überlegt sich nicht, sondern okay, da braucht einer Hilfe. Ja, es gab ja sogar die Empfehlung für Krankenwagenpersonal. Man sollte, wenn jemand ohnmächtig auf dem Boden ist, erstmal ein Tuch über den Mund legen, bevor man Mund-zu-Mund-Beatmung macht. Das ist eine tolle Logik, ja. Super Idee. Ja, aber da gibt es viel Stoff für den Komiker, oder? Oh ja, ja, logisch. Ich liebe Schweden, aber um die Sache ad absurdum zu führen, in Schweden, wenn du Geschlechtsverkehr haben möchtest, ich sage jetzt in der neuen Zeit, ist wirklich wahr, da gibt es den sogenannten Vertrag. Also beide erklären sich bereit, schriftlich, dass man allenfalls nach einem schönen Abend, wo man natürlich ohne Pilze gekocht hat, wegen der Flatulenzen, whatever, dass man dann Geschlechtsverkehr haben kann, weil die Problematik besteht, der eine könnte behaupten, der andere hätte ihn gezwungen. Da gibt es eine Unterschrift. In Schweden, ist wirklich so. Ja, also gewisse super. Dinge sind so auf dem Weg. Und dann denke ich immer so. Ist doof, wenn der Stifter nicht schreibt. Ja, oder wo du denkst, okay, du bist eigentlich dann beim Vorspiel und stellst dann, nachdem du unterschrieben hast, fest, ist es doch nicht. Ja, darf ich jetzt das durchsetzen? Rein vertraglich. Und wenn man das nicht hat, dann musst du vielleicht noch Zeugen holen, dann sitzen die alle nackt da, weil es muss ja ausgeglichen sein. Ja, ja, und schlussendlich kommt die Polizei und verhaftet dann alle, weil es eine Swingerparty war. Obwohl es eigentlich nur es sind viele Dinge, die sind so absurd. Deshalb stellt man ja auch die Frage, warum tun die das? Weil sie es können. Also ja, genau. Weil Tennis spielen geht nicht mehr. Tennisplatz ist zu. Der Gegner steht ja auf der anderen Bälle anfahrt, geht auch nicht mehr. Ja. In Australien haben Golfplätze geschlossen. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Also weißt du, wieso? Schwimmbad, Hallen, geht gar nicht. Aber das ist ja alles voller Chlor. Also eigentlich ist die Ausbreitung eines Virus. Also, weißt du, was macht ihr da eigentlich? Ja, genau, es ist schon ein bisschen komisch, aber ja, wir müssen. Eben an allen Ecken und Enden lauert das Virus. Es bringt dich um. Das wurde den Leuten jetzt 18 Monate lang eingetrichtert mit ganz brutalen Bildern. Die Logik ist abgeschafft. Ich glaube, aber da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass das mit Logik überhaupt gar nicht mehr zu verstehen ist oder zu greifen ist, was hier passiert. Schwimmbad, es gab mal eine Phase, da wurde gesagt im vergangenen Jahr, im Kreis schwimmen ist okay. Ja, genau. Entschuldigung, so viel zur Logik. Entschuldige, dass ich Sie unterbrochen habe. Total verständlich. Ich habe das Gefühl, es gab ja auch einige Psychologen, die sich seit dieser sogenannten Pandemie zu Wort gemeldet haben, gesagt haben, das sind Auswüchse einer kollektiven Psychose, was uns hier passiert. Das ist alles mit Logik gar nicht mehr zu erklären. Und ich finde das so angenehm, es ist so wohltuend, auch Sie hier zu hören, weil mir diese positive Grundhaltung so ein bisschen abhanden gekommen ist in den letzten Monaten. Ich hatte das Gefühl ganz zu Beginn, dass relativ schnell klar war, wer sich auf welche Seite stellt. Ich hatte das Gefühl, dass wir Menschen fast intuitiv, selbst Leute, die keine gute Anbindung an ihr Bauchgefühl oder irgendwie spirituellen Zusammenhang haben, gespürt haben, dass es hier um mehr geht als um ich bin pro oder kontra Corona. Es geht darum, und ich glaube, das ist noch viel größer als die Angst vor wirtschaftlichen Sanktionen, es geht um sozialen Ausschluss. Ja. Und es war relativ schnell klar, wer sich intuitiv auf welche Seite stellen wird. Mhm. Und das hat sich dann, von da ging es irgendwie los. Und gerade in den Künstlerkreisen war so deutlich spürbar. Mir war das klar. Ich habe den ersten Post rausgehauen, kurz nach dem Lockdown, da saß ich in Thailand und habe gemerkt, wenn du jetzt auf Senden drückst, dann hast du damit dein Schicksal für die nächsten 2 Jahre besiegelt. Da kommst du nicht mehr raus. Aber du hast es getan. Ich habe es getan und ich merkte Sie aber haben auch. Es getan. Ja, genau. Du hast auch okay. Ich habe gemerkt,
du setzt jetzt was in Gang und dann musst du zu dem stehen. Mhm. Und dann ging eigentlich sozusagen, von nun an ging es bergab, kann ich so sagen. Die Lawine ging los. Ja, ganz genau. Und die anderen haben sich weiter, einige anderen haben sich aber weiterhin irgendwie erklärt, okay, ich möchte bei den Guten sein. Als ob es so ein ganz klares Bild von einem Gutmenschen gab irgendwie. Und es ist, ich finde es so unfassbar spannend, was hier passiert und das ist, glaube ich, nicht mehr logisch erklärbar. Aber das ist ein gutes Stichwort mit den Guten. Ja. Also, weil das ist auch meine Wahrnehmung, es war noch nie so einfach, ein guter Mensch zu sein. Ja. Man muss sich nämlich nur an Abstand halten, testen lassen oder impfen und schon ist man gut. Ja. Egal, was man sonst in der Vita stehen hat, das spielt im Moment gar nicht so die Rolle. Ja, das ist, es ist einfach sozusagen, die eigenen Baustellen nicht anschauen zu müssen und wenn ich mich aber an diese Regeln halte, bin ich ein guter Mensch. Könnte das ein Grund sein, warum so viele mitmachen? Ja, ich habe mal einen Satz losgelassen. Ich war auf einer einzigen Demonstration und habe da eigentlich noch einen satirischen Beitrag gemacht, eigentlich. Aber der hat mich dann sofort in die Ecke der Rechten, Corona-Leugner, Antisemiten, war gerade alles so super. Ich habe das gar nicht gewusst. Das war sehr spannend, das über mich zu erfahren. Aber ich habe den einen Satz rausgehauen, wo ich gesagt habe, da haben Generationen dafür gefochten, die Freiheit zu bekommen. Und wir geben die Freiheit aufgrund von Prognosen aus, dass wir möglicherweise an einem Virus sterben könnten. Da geben wir das alles auf. Und natürlich gibt es Leute, die sagen, ja, wo haben Sie denn die Freiheit? Dann gehen Sie doch nach Korea, Nordkorea. Ja, genau. Und sage, nein, warum ich? Ich lebe ja die direkte Demokratie hoch. Das habe ich doch immer genossen. 60 Jahre lang habe ich das genossen. Und ganz ehrlich, und das meine ich wirklich, letztes Jahr hatte ich so 2-3 Momente, wo ich dachte, ach, wenn ich tot wäre, dann ist das okay. Weil so habe ich keine Lust mehr zu leben. Ich habe Lebensfreude verloren. Aber natürlich kann ich das meinen Kindern, meiner Partnerin, kann ich dann niemandem antun. Aber eigentlich sage ich so, es war schön. Aber wenn das jetzt so weitergeht und die Menschen so einfach alles aufgeben, weil sie, für sie reicht vielleicht Haus, Familie, Einkommen, Bier und das reicht einmal reisen, das ist aber nicht die Freiheit. Ich sage auch immer, Freiheit bedeutet nicht tun und lassen zu können, was man will. Freiheit bedeutet aber Nein zu sagen. Und das wird irgendwie ganz komisch verstanden. Und ja, ich frage mich schon, wie lange kann man das noch aufrechnen? Aber es wird fallen, da bin ich überzeugt von. 100%. Ich glaube aber auch, dass wir akzeptieren müssen, dass Menschen wirklich eine komplett unterschiedliche Definition von dem Wort Freiheit haben. Also viele empfinden das, was gerade passiert, als ein Weg zurück in die Freiheit. Wo andere, wo wir sitzen, sagen, mein Gott, das wird immer schlimmer, es wird immer eingeengter, das Schein. Also das war für mich zum Beispiel auch einer dieser schwierigen Aspekte, wo ich gesagt habe, ich rede über Freiheit und mein Gegenüber meint etwas komplett anderes. Ja. Kann denn ein Mensch, der nie Freiheit hatte, überhaupt Freiheit empfinden? Wenn jemand schon von Kind an und dann später wie ein abgerichtetes Pferd einfach durcharbeitet, im Büro durcharbeitet, empfindet der noch Freiheit? Ja, oder braucht reicht ihm das? Sagen Sie mir einfach, was ich machen soll. Mache ich. Ja. Oder braucht der vielleicht diese Freiheit. Einschränkungen, um mal wieder zu erkennen, was Freiheit eigentlich ist? Also meine Oma hat immer gesagt, man muss mal gefroren haben, um zu wissen, wie schön Wärme ist. Man muss mal gehungert haben, um zu wissen, wie gut ein Essen schmeckt. Dann müssen wir aber jetzt sehr lange warten, glaube ich. Ja, das ist die große Frage. Bis die das feststellen. Müssen wir lange warten oder ist es tatsächlich so, dass gerade, so habe ich Sie auch verstanden, ein Prozess in Gang gekommen ist, der eigentlich nur noch positiv enden kann? Seh ich eigentlich so. Wir sehen das ja in Europa durch unsere sehr spezielle Art der Medienerstellung und des Medienkonsums in Deutschland. Haben wir ja eigentlich, für uns existiert der Rest von Europa ja so ein bisschen. Europa ist Deutschland und irgendwas ist da außen rum. Wenn man sich anschaut, was in Frankreich gerade abgeht, die ja deutlich mehr Druck bekommen als wir hier. Oder in Italien. Aber Holland ist ab September auf, Dänemark ist auf, ja. Schweden war nie zu. Die EU-Osterweiterungsländer sind auf dem Papier, vielleicht irgendwo da, wo wir sind. In der Praxis sieht das auch anders aus. Und irgendwann, Ungarn interessiert keine Sau, was da bestimmt worden ist. Ja, eben. Und man muss sich ja nur die Frage stellen, na gut,
dann gibt es halt in Deutschland kein Konzert, dann fahre ich für mein Konzert halt nach Amsterdam. Ja. Das ist ja nicht so, als wäre das weit weg. Ja, aber das muss man sich leisten können. Ne? Ja, sicher. Das, also ich glaube, da muss man auch ganz klar sagen, da würde ich übrigens auch gerne gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, dass viele, glaube ich, auch den Mut nicht haben, sich an einen Anwalt oder eine Anwältin zu wenden, weil sie denken, sie können das nicht bezahlen. Das ist ganz klar Teil dieses Spiels. Es gibt auch sehr schöne Radwege. Man muss es sich wirklich, das ist natürlich Teil dieses Spiels, dass wenn wir gegen alles, was da passiert ist, immer juristisch feuern würden, wer soll das bezahlen? Hm. Also selbst wenn wir von Luft und Liebe können wir auch nicht leben und entweder ruinieren die uns und wir können nicht weitermachen oder die Leute hören auf. Deswegen ist unser Ansatz auch immer gewesen, den Leuten was in die Hand zu geben, womit sie selber was anfangen können, dass sie sich mit der Schule zum Beispiel an den Tisch setzen können, dass wir denen sagen, hört mal so und so, könnt ihr mit denen reden, das und das sind vielleicht die juristischen Argumente. Aber, sprich Mustervorlagen zum Beispiel. Ja, aber eben auf eine Art und Weise, die den Dialog eröffnet und nicht, weil wenn ich einem Schulleiter schreibe, und wenn sie nicht, und dann landen sie im Gefängnis und nach Den Haag. Ja, was denken die Leute, was ein Schulleiter macht, der sowas auf den Tisch kriegt? Im günstigsten Fall macht dann Stempel drunter, gelesen und gelacht und packt es in die Ablage. Oder leitet es noch schlimmer ans Gesundheitsamt oder ans Jugendamt. Genau, oder leitet es irgendwo weiter, aber der wird sicherlich nicht sagen, na, das sind ja nette Eltern, mit denen unterhalte ich mich mal und guck mal, was deren Probleme sind und guck, wie wir zu einer konstruktiven Lösung im Einzelfall kommen, sondern die sagen, na, wenn die mir mit so einem Quatsch, wenn die mir schon sagen, dass ich für sie schon im Gefängnis stehe, welche Motivation sollte der haben, irgendwie auf die Leute zuzukommen? Und da wurde in der Vergangenheit aus meiner Sicht aus vielen Richtungen, gutmeinend oder nicht, auch sehr, sehr viele Türen von vornherein zugeschlagen, weil das ist ja das, was wir gerade aus meiner Sicht vollkommen richtig etabliert haben. Wir können als Gesellschaft das nur irgendwie beenden und vorankommen, wenn wir erkennen, dass wir eigentlich alle auf derselben Seite stehen. Ich will immer das Beispiel geben, als es in den USA noch Rassentrennung gab. War das die Gesellschaft, die Rassentrennung gemacht hat? Oder war das der Staat, der bestimmt hat, dass ich in meinem Café, in meinem Restaurant eine 7 Fuß hohe Mauer aufstellen muss, um die Weißen und die Schwarzen zu trennen? War der das vielleicht und hat mir als Restaurantbetreiber gar keine Wahl gelassen? Genau. Weil wenn ich es nicht gemacht habe, ist die Polizei gekommen und hat mich bestraft. Ich hab mal was gelesen. Ich überlege gerade, ob ich mich erinnern kann, wer das zitiert hat. Nee, kann ich nicht, aber ich weiß so ungefähr noch dem Sinn nach, dass wenn es Krieg gibt, ist es immer ein Krieg von Reich gegen Arm. Mhm. Also es ist immer dieses, dass einige wenige versuchen, viele zu unterdrücken, weil sonst auch gar nicht funktionieren würde. Ja. Also wie kann es sonst sein, dass es, ich glaube, 7 Superreiche gibt, die über so viel verfügen wie der ärmere Teil der Welt, der halben Welt. Das ist ja normalerweise nur möglich, wenn man die wirklich gut unter Kontrolle hat, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Man muss ja nur und spaltet, klar. Und spaltet, das meine ich, aber das ist dann eben so der Weg dahin oder das ist das Instrument dafür. Wer profitiert denn von der Spaltung? Pharmaunternehmen. Deswegen sage ich auch immer, wenn einer kommt, nicht, dass mir das übrigens häufig passieren würde, dass mir einer vorwirft, Verschwörungstheoretiker zu sein. Zum einen lehne ich diesen Begriff ab. Ich bin Praktiker und kein Theoretiker. Da bestehe ich drauf. Und zum anderen, wo ich sage, was musst du denn da für eine großartige Verschwörung bemühen? Es geht doch einfach nur um Kohle. Stell dich doch nicht so an. Wer profitiert denn davon, wenn in Pharmaunternehmen jetzt den Staaten abzwingen können, dass sie ihre Impfstoffe kaufen? Am Ende des Tages die Aktionäre von großen börsennotierten Aktienunternehmen. Na, das ist ja eine ganz große Überraschung. Da habe ich ja noch nie von gehört. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Geschichte studieren und Geschichte richtig erzählen. In der Schule bekommen wir die Geschichte ja komplett falsch vermittelt. Also es würde sich lohnen, wenn sich Europa mal zusammensetzen würde und die Geschichte echt aufarbeiten würde mit Amerika etc. Ja. Auch die ganze Geschichte, es würde auch Deutschland in ein anderes Licht führen, weil dieser Krieg war nicht einfach ein Krieg, der so quasi von hier, sondern es gab Interessensgemeinschaften, das waren ganz andere Geflechte, das geht teilweise Jahrhunderte zurück. Ein ganz dummes Beispiel für uns Schweizer. Es gibt so einen Ausdruck, Sauschwabe. Die Sauschwabe, damit meinen wir die ganzen Deutschen. Mhm. Weil die Schwaben damals im Schwäbischen Krieg zwischen der Eidgenossen, die haben Schweine gezüchtet. Und dann gab es so kleine Heerscharen von irgendwelchen Bauernlümmel aus dem Appenzell, die sind rübergegangen und wurden als Kuhschweizer beschimpft, weil die haben Rind gezüchtet. Und dann haben sie die niedergemacht. Und dann gab es den Schwabenkrieg und daraus ist dann geblieben, das sind die Sauschwaben. Das ist ein Begriff, 500
500 Jahre alt. So wie sich die Schweden und Finnen heute noch nicht mögen, weil die Schweden haben Finnland okkupiert, also waren die Beschützer auch. Dann kam Katharina die Große und dann sind die abgehauen, haben die Finnen an. So, wir erliegen heute noch vielen geschichtlichen Ereignissen, wo wir einfach Menschen nicht mögen. Oder wo man einfach mal nachfragt, warum ist das so? Oder was ist da genau geschehen? Und ich glaube, wenn man ein bisschen guckt, und wir gucken ja nicht mal 3 oder 4 Jahre zurück, man sagt, wie haben wir noch vor 2 Jahren gelebt? In Freiheit, mit Freude, Partys und da und da. Was war eigentlich mit den Spitälern? Ja, die hatten auch da schon die Überlastung. Warum? Das ganze Gesundheitswesen wurde über die letzten 10 Jahre nie reformiert. Im Gegenteil, man hat da alles abgebaut. In der größten Pandemie der Zeit, weißt du? Und das ist ganz logisch. Und das fragt, das hinterfragt, und das kannst du den Leuten auch sagen, ich kann es dir hier beweisen, 40% wurden abgebaut. Hier 5 Spitäler zugemacht, 13, die haben auch nicht mehr das Hilfspersonal. Aber es gab schon 2019 oder da. Und die Ärzte, ich verstehe ja Ärzte, ihr Idioten, impft euch doch, wir stecken in den Saal. Ja, verstehe ich. Aber davor sind die Leute einfach leise gestorben an Influenza. Und nicht an einem grippalen Infekt, sondern Influenza. Und man hat es nicht wahrgenommen. Jetzt wird alles gemessen, gezeigt. Ich meine, du wirst zugeschüttet. Und ich sage immer, informiert euch. Der bildet euch da eigene Meinung. Und, genau. Und zwar so, dass aus möglichst vielen Puzzleteilen, so ist ja auch die Idee von Fairtalk, ich wiederhole das immer wieder an dieser Stelle, gerne, dass auch wir hier nicht die Wahrheit alle publizieren, sondern es ist ein Teil. Ja, natürlich, Herr Riemer hat da auf jeden Fall. Ja, also danke. Nein, aber es ist ein Puzzleteil und es geht darum, dass ihr euch dann am Ende aus allem eine eigene Meinung bildet. Genau. Und deswegen würde ich jetzt gerne mal aus der Vergangenheit in die Zukunft kommen. Also, dass wir mal uns überlegen, wie kann es denn konstruktiv in Zukunft wieder miteinander gelingen, als Gesellschaft in Empathie, Freude, Hilfsbereitschaft miteinander zu leben. Und das ist ja auch, das muss man ja mal ganz klar sagen, also durch Corona sind ja auch tatsächlich und deswegen ja auch der Begriff Neuanfang, viele Neuanfänge möglich. Frau Malaika. Ja, ich habe meine momentane Grundhaltung schon so ein bisschen formuliert. Für mich persönlich, ich für mich persönlich sehe da momentan nicht so eine große Ambition auf einen Neuanfang im Gesamtkollektiv, sondern ich sehe für mich eher die Möglichkeit auf entweder das Auswandern sozusagen. Die Parallelgesellschaft von einem Parallelgesellschaft, ganz genau. Also ich gucke natürlich jetzt auch ganz besonders auf den Bereich Kunst, Kultur, Musik, Entertainment, wo ich einfach herkomme, was einen großen Teil meines Lebens ausgemacht hat. Und da sehe ich eher die Möglichkeit für mich auf eine Parallelgesellschaft, die irgendwie natürlich mich befähigt, vielleicht ein bisschen kleinere Brötchen zu backen, als es vorher irgendwie der Fall war, aber vielleicht glücklichere. Oder tatsächlich für mich die Möglichkeit, auszuwandern. Ich habe da, wo ich gerade stehe, emotional, mir fehlt ein bisschen die Vision. Und deswegen tut mir das so gut, auch an Rima und Sie und hier alle am Tisch zu hören. Aber für mich fehlt da ein bisschen die Vision. Weil ich stelle mir einfach vor, was zieht es jetzt mit sich? Also wenn ich mir vorstelle, ich bin dann künftig Künstlerin und bekomme dann doch wieder Aufträge, dann stehe ich als Sängerin vor einem Publikum von Leuten, die irgendwie geimpft sind, die den sozusagen diesen Irrsinn hier mitgemacht haben. Und da erzeugt sich mir so ein Widerwille. Also ich habe da keine Vision. Ich bin aber total offen für Vorschläge, wie ich mich künftig integrieren kann, um auch wieder glücklich zu sein. Vielleicht kann Herr Hoffmann ja die Dystopie in die Utopie führen. Also das, was ich in den letzten 1,5 Jahren erlebt habe, hat mich davon überzeugt, dass auch und gerade in der deutschen Gesellschaft mehr Gutes ist als Schlechtes. Weil die Leute, die jetzt in Angst leben, die leben ja freiwillig in Angst. Das ist eine bewusste Entscheidung, in Angst leben zu wollen. Von vielen. Ich vergleiche das immer mit die Leute saßen in den 70er Jahren vorm Fernseher, haben gesehen, wie Uri Geller Löffel verbogen hat und haben sich bewusst dafür entschieden, der hat Zauberkräfte. Du hast ja 2 Optionen. Du guckst dir das an und denkst dir, okay, da ist ein Trick bei der Sache. Wo ist der Trick? Oder du sitzt davor und rufst beim Fernsehsender an, Uri Geller hat meine Empfängnisverhütungsspirale verbogen, der muss meinen Kindesunterhalt bezahlen, was passiert ist. Viermal. Ja, oder die Leute gesagt, ja, bei mir haben sich die Löffel auch verbogen. Also es gab Leute, haben Sie gern gesehen? Aktiv dazu entschieden, das zu glauben. Und ich denke, das ist bei vielen Leuten, ist da was bedient worden, die haben nur darauf gewartet. Und man kann die von da aber auch wieder abholen. Und mein positiver Outlook ist zum einen,
Ich sehe, dass in Anführungszeichen der Widerstand einen irrsinnigen Zusammenhalt entwickelt hat. Deswegen, wenn Sie morgen bei mir herkommen, mir meine Zulassung wegnehmen, sonst irgendwas, ich wüsste sofort, zu wem gehe ich, was kann ich machen. Ich kann dahin gehen, ich kann da nach Amerika oder sonst irgendwas, weil wir alle miteinander verbunden sind. Und wir haben das, was Herr Riemer gesagt hat, wir haben die Menschlichkeit noch nicht aufgegeben. Wer die ganze Zeit einfach Kunst, Musik, ist die Sprache der Seele, sagt man ja immer. Das ist das, was das Leben ausmacht. Kunst, Musik, Beisammensein, Gesellschaft, Gemeinschaft, Familie. Und wenn wir das aus den Menschen rausnehmen, bleibt keine Menschlichkeit mehr übrig. Und was wir im Angebot haben für alle Leute ist Menschlichkeit. Das ist unsere Bank, die wir aber haben. Aber wirklich für alle? Also ja, weil jetzt wenn viele sagen, ja, das ist ja toll, dass Herr Hoffmann das hat, aber ich habe so ein Netzwerk nicht. Wo kriege ich das her? Und ich denke, was entstehen wird, ist, wenn der Kram vorbei ist, es entstehen hier schon Netzwerke und Verbindungen, die im Prinzip, sobald alles vorbei ist, wieder loslegen können. Und dann sehen die Leute, die in Angst gelebt haben, sei es freiwillig, sei es unfreiwillig, oder aus welchen Gründen auch immer, die sehen, hey, da sind Leute, die haben was ich auch haben will, nämlich Spaß im Leben und Menschlichkeit und Gemeinschaft, da mache ich wieder mit. Mhm. Und dann fragen sie sich, was muss ich denn machen, um da mitzumachen? Weil das muss man auch so sehen, umsonst kommt man da nicht mehr rein. Man muss signalisieren, klar, ich bin dann jetzt bereit, irgendwo auch nach euren Regeln zu spielen. Und diese Regeln sind, dass wir miteinander reden, dass wir einander nicht mehr diffamieren und ausgrenzen. Und diesen gegenläufigen Lebensentwurf zu dem, was sich hier jetzt gezeigt hat, ich sehe es ganz genauso, wie es gesagt wurde. Der Mensch hat in seiner Geschichte alles überkommen. Alles, was die Natur, die Menschheit selber sich vor die Füße geworfen hat, haben wir mit unserem menschlichen Genius überkommen. Das ist das menschliche Naturell, dass wir das überkommen können, dass wir uns verändern können, dass wir zueinander halten. Das ist das, was uns als Menschen ausmacht. Es mag philosophisch klingen, es mag abgehoben klingen, aber das ist das, was wir als Menschen haben. Und das ist auch der Grund, warum es so immer mehr Menschen widerstrebt, das mitzumachen, weil es gegen den Kern ihrer Menschlichkeit geht. Und wenn man Leuten, die ihre Menschlichkeit verloren, auf großer Ebene verloren haben, zeigt, wir haben das noch und ihr könnt zu uns kommen und da wieder mitmachen. Wir reichen euch die Hand, wir sind euch nicht böse, wir sind nicht nachtragend, wir wollen überhaupt niemandem Vorwürfe machen. Die Leute, die nur Vorwürfe machen können, an die kommen wir sowieso nicht ran. Und dann, wenn man den Leuten auf die Art und Weise die Hand reicht, dann wird diese Hand ergriffen werden und wir werden wieder zusammenkommen. Da bin ich zu 100% von überzeugt. Ja, Herr Brandecker, Sie haben ja auch, also ich sag mal, in den letzten anderthalb Jahren wirtschaftliche Einschränkungen da hinnehmen müssen. Ziemliche Katastrophe einfach. Ja, also was sagen Sie zu dem, was Herr Hoffmann sagt? Also, ich finde das toll und ich kann mir das auch vorstellen, dass wenn eine bestimmte Gruppe attraktiver ist, weil sie einfach Spaß haben, weil sie alles Mögliche machen dürfen, ohne Maske, ohne irgendeine dämliche Impfung und so weiter. Klar, ich stelle mir nur schwer vor, man braucht irgendwie dann mehrere Areale, so Inseln. Hat ja auch Gunnar Kaiser oft gesagt, dass man so Lebensinseln braucht, wo man wieder normal lebt wie ein Mensch. Ja, mit eigenen Cafés, wir brauchen keine Konzerne, die uns da irgendwas hinstellen, McDoof und so weiter, habe ich jetzt Werbung gemacht, und die anderen Doofen und so. Ich kann mir vorstellen, dass das kommen kann, aber es braucht dann viele Zwischenschritte, glaube ich. Wenn es eins nicht wird, dann leicht. Ja, das denke ich auch. Leicht wird es nicht. Aber ich habe ja auch versucht, eine Initiative zu machen mit Freunden. Wir machen ein riesen Kunstprojekt. Mhm. Das werden wir auch verlinken unter diesem Video. Genau, Stand by Me. Das wird ein riesengroßes Archiv mit Hunderten von Menschen, die in ihrer eigenen Wohnung einen Monolog halten. Und die dann, so Gott es dann noch Museen gibt, aber wir bauen dann unsere eigenen. Ja. Und dann werden hunderte Monitore in einem Raum sein und all die Menschen werden durcheinander reden. Und wenn dann ein Museumsbesucher zu einem speziellen Monitor geht, dann kann er sich das in Ruhe anhören, die anderen werden leiser. Also das in kurzen Worten nur gesagt, soll also ein riesen Zeitdokument werden, ein riesen Archiv. Also hätte man jetzt, ist vielleicht ein blöder Vergleich, hätte man jetzt Originalaufnahmen von Sophie Scholl, das wäre doch unfassbar.
nur so. Und es sind wirklich komplett unterschiedliche Menschen aus allen Ebenen, Schauspieler auch und also das heißt, es bilden sich ja schon neue Inseln. Also ich werde auf jeden Fall sehr beseelt nach Hause fahren. Ja. Mit viel Freude. Und ich würde Sie auf jeden Fall davon überzeugen, sich vielleicht einen Ort zu suchen, an dem Sie atmen können, die Gedanken neu ordnen. Aber Gottes Willen, bleiben Sie uns hier erhalten, weil Sie sind ein wunderbarer Mensch und Ihr Lachen steckt an. Und ich glaube, das Vertrauen in sich selbst und nicht nur in die Menschen ist ganz wichtig. Das kommt ja von, ich traue mich was. Trauen. Wenn sich zwei Menschen auch trauen, dann trauen sie sich was. Man schenkt einander Vertrauen. Und das, was Sie richtig gesagt haben, man scheitert auch hin und wieder. Ich habe in meinem Leben auch so ein-, zweimal Vertrauen, ich dachte, verspielt. Und ich habe ausgerechnet von diesen Menschen damals, ich weiß noch, von einer Person, das war meine Ex-Frau, habe ich ein Buch geschenkt bekommen, Traumfänger. Und da hat sie mir geschrieben, den wunderbaren Satz, verliere bitte nie das Vertrauen in andere Menschen, weil du jetzt enttäuscht wurdest. Ausgerechnet von jemandem, dessen Vertrauen ich, missbraucht habe. Und ich glaube auch, dass wir nur so weiterkommen. Immer wieder offen sein, in Liebe begegnen, Humor, Lachen, Musik. Und ich sage mir jetzt auch, deshalb habe ich auch gesagt, ich hatte 40 tolle Jahre, Bühnenjahre. Ich werde wieder auftreten, wenn dann alle wieder kommen können. Und dann werden alle kommen, die mich sehen wollen. Und ich habe aber dann nicht das Gefühl, wenn ich jetzt weiterspielen würde unter Auflagen, da sitzen ein paar Leute, die haben die Tickets gekauft, aber eigentlich mögen sie mich nicht. Und deshalb hätte ich keine Freude im Moment. Und bei mir braucht es diese Spielfreude. Und trotzdem glaube ich, und ich stelle das auch fest, ich war jetzt 2-3 Mal in Deutschland und habe auch eine Maskenbefreiung. Aber die Leute reagieren total nett. Entschuldigung, Masken. Ich habe eine alles gut, okay. Und ich würde eigentlich auch gerne aussehen. Nein, die kennen mich teilweise auch gar nicht. Ja, heute auch gefrühstückt mit einem lieben Freund von mir. Und ich habe das Gefühl, die Leute sind alle viel netter. Wenn wir Schweiz nett meinen, dann meinen wir sehr, sehr liebenswürdig drauf, als das Bild gezeichnet wird. Es gab eine Phase, das war sehr aggressiv. Das war aber auch bei uns so. Aber ich habe so den Eindruck, und es geht eben nicht um dieses ich weiß alles besser und so ist es, sondern vertraut einander und schenkt einander auch Vertrauen, dass ich auf dich achte. Weißt du, ich denke immer so, man spricht, ja, sie vielleicht, aber es gibt die anderen Idioten, sagen, werfe nicht mit dem ersten Stein. Also wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Weil ich habe so viel Blödsinn in meinem Leben, also schon besoffen nach Hause gefahren, schon mal was geraucht und ich dachte mit 40 Stundenkilometern, ich fahre 400. Wenn da was geschehen wäre, ich hätte einen Unfall gebaut, das wäre das allerletzte gewesen und ein Totrasen oder was auch immer, wenn ich mir überlege, von Köln nach Hause gefahren mit 250 und all den Scheiß gemacht, das habe ich auch gemacht und Leute angesteckt, auf der Bühne gestanden, 39,5 Fieber, was reingeschmissen, weil ich halt irgendwie, ich glaube, ganze Reihen angesteckt. Und da haben auch noch gesagt, hey Leute, morgen seid ihr krank, der war gut. Und macht euch einfach auch frei, so von wegen, ich mache alles richtig. Es ist so eine Klugscheißer-Gesellschaft, ich zähle mich auch dazu. Wir machen alles richtig und weil ich jetzt noch ein paar Jahre vor, da hast du gefälligst auf mich zu gucken. Meine ganze Generation, meine Eltern, die haben kreuz und quer gevögelt und jeden Scheiß gemacht, aber bestehen jetzt darauf, dass ich, wenn ich Tennis spiele, muss ich mit der Maske kommen, auf jeden Fall. So. Nein, die Hand, das ist symbolisch, ich bin unbewaffnet. Und entweder schütteln wir uns die Hand oder wir sagen nur, hallo, schön dich zu sehen. Aber ich will diese, mit Ellbogen, das ist zum Kotzen. Oder mit den Füßen. Ach, ja, mein Problem mit den Füßen, ich verliere das Gleichgewicht. Ja. Nein, aber Vertrauen und wirklich
in seine eigenen Stärken vertrauen und Vertrauen auch haben, dass du mit deinem Lachen, mit deinem Sein, mit deiner positiven Energie trägst du so viel dazu bei, dass diese Welt gut gestaltet wird, und immer auch daran denken, es gibt echt Leute, die haben wirklich Probleme. Und wenn wir von Solidarität reden, dann müssen wir an die Leute denken, wo wir helfen, wo wir Hand reichen. Und das ist nicht nur unser kleines Deutschland, unser kleines Europa. Es gibt wirklich Leute, die haben Hilfe nötig. Und viele würden auch nicht kommen zu uns, wenn sie da einen Horizont hätten. Und da muss man sich vielleicht auch mal die Frage stellen, wählen wir im Vertrauen die richtigen Politiker, die im Vertrauen auf uns als Volk das auch wieder uns zurückgeben? Nein, das ist das Problem an der Macht. Da stelle ich mir auch die Frage, wenn ich plötzlich Herr Nationalrat Riemer, Herr Bundesrat Riemer, da denke ich auch so, boah, ich bin der Erste in der Familie. Und dann kommen plötzlich Lobbyisten und denke, hey, ich kann richtig viel bewegen. Ich weiß nicht, wie ich mit der Macht, mit dieser Machtfülle umgehe. Und da verlieren viele Menschen Bodenhaltung. Und man muss sich immer wieder daran erinnern, wir haben euch im Vertrauen gewählt, also erklärt uns auch als mündige Bürger, dass wir schon wissen, was recht und richtig und falsch ist. Und deshalb bitte nicht weggehen. Also nur einfach so, ich liebe auch so, in verschiedene Länder zu gehen und mal durchzuatmen. Aber das jetzt ein Ja? Das ist allerdings tatsächlich eine Sache, die ich auch für Deutschland und für die Rechtslage gar nicht stark genug unterschreiben könnte. Weil Kinder haben dann, auch da wieder aus der Schule passiert das am häufigsten, wo dann gesagt wird, ja, Kinder müssen in der Schule getestet werden. Was wahnsinnig ist, das zu machen, aus jeglicher Hinsicht. Und wenn dann Eltern sagen, kann ich mein Kind nicht zu Hause testen und dann in die Schule schicken? Nein, wir müssen das ja überprüfen. Ja. Jeder, der zu Hause sein Kind prüfen will, ist automatisch, oh, du willst ja dein Kind bestimmt einfach nur mit Corona in die Schule. Antisemit. Als ob irgendjemand das wollen würde. Als ob das irgendwie, klar, ja. gibt's die bösen Querdenker, die ganzen bösen Querdenker-Eltern, die Millionen, auf ein, da scheint es ja Millionen von zu geben, wenn die so gefährlich sind, Hunderte von Millionen, dass man nicht einfach sagt, na klar, teste dein Kind zu Hause, und genau wie du es früher auch gemacht hast, wenn dein Kind 39,5 Fieber hat, dann schickst du es nicht in die Schule. Genau. Die tun so, als würden die ihren 10-Jährigen da mit einer Grippe, der pfeift aus dem letzten Loch, ja, in die Schule. Als ob das irgendeiner machen würde. Was natürlich, und das sind dieselben Leute, die genau das gemacht haben. Auch ich gehe mal trotzdem arbeiten, obwohl ich genau. und wenn's jeder einer, hat das schon gemacht. Ja. Und wenn es einer macht, das ist eben auch Lebensrisiko. Es gibt immer Idioten überall, der in jedem Bereich. Weg. Und Vertrauen, also ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir wieder zu einem Vertrauen zurückfinden. Und Vertrauen hat auch das Wort Trauen drin, sich was trauen, mutig sein. Ja. Also ich glaube, das ist auch mit dieser Aktion verbunden, tatsächlich Gesicht zu zeigen, den Mund aufzumachen und mutig voranzuschreiten. Und vor allen Dingen festzustellen, dass einem eigentlich gar nichts passiert. Das ist dann kommen die im dann kommt, Gegenteil. Ja, dann kommt der wütende Mob. Man schreibt auf Twitter oder Facebook, da kommt der wütende Mob und der muss weg und der muss zurücktreten. Und man einfach, wenn du nichts falsch gemacht hast, entschuldige dich nicht. Sage nichts dazu, ignoriere es und die gehen weiter. Ja. Weil die wollen, dass du bei dem Spiel mitspielst. Die wollen, dass du auf die Knie fällst und sagst, ah, es tut mir leid. Die wollen, dass du schön wieder in die Reihe zurückgehst. Und wenn du das nicht machst, dann lassen die dich in Ruhe, weil sie sich schon, es viel einfacher ist, den Nächsten zu suchen, der bei dem Spiel mitspielt. Sobald man für die unbequem wird und das wirklich anfängt, Arbeit zu machen, den wieder zurück in die Reihe zu kloppen, hören die meisten von alleine auf. Die lassen einen in Ruhe. Und witzigerweise, das hast du in jeder Religion, gehe mit Gottes Vertrauen. Meine größte Sorge ist, dass meinem Kind oder meinen Kindern was geschehen könnte. Aber in dem Moment, wo sie aus dem Haus gehen, habe ich einfach Gottes Vertrauen, dass ihnen nichts geschieht. Wenn ich heute nach Hause fahre, denke ich, ich komme gut an. Aber ich habe diese Garantie nicht. Und wir sind eine sehr versicherte Gesellschaft. Und das macht es eben besonders schwierig. Und deshalb, wir müssen das Vertrauen wieder zurückgewinnen und Vertrauen auch in die Menschen bekommen. Und allen, die halt gegen dich sind, wo man sagt, ich verstehe dich. Ich verstehe deinen Hass, ich verstehe deine Wut. Es gibt 1000 Gründe, die würde ich unterschreiben. Und trotzdem, ich mag dich.
Ich versuche, dich zu mögen. Das ist eine sehr schöne, auch buddhistische Haltung. Und ich glaube, wichtig ist dabei auch nochmal zu bedenken, dass es okay ist, dass wir jetzt nicht für alles Antworten haben können. Ja. Also das ist eine Situation, ja, das kennen wir nicht. Das erleben wir zum ersten Mal. Das geht seit März 2020. Wenn wir ehrlich sind, geht es schon viel länger. Mhm. Und wir haben in dem, was vorher war, auch alle mitgemacht. Wir waren Teil dessen. Ja. Corona zeigt es jetzt nur. Ganz genau. Haben natürlich auch die Scheuklappen. Ich meine, ich zuvorderst irgendwie Welttournee und Urlaub da, Luxushotel hier. Also ich meine, ich habe schön in diesem ganzen Ratz ordentlich mitgemacht und wollte viele Sachen sicherlich auch nicht sehen, obwohl ich schon immer kritisch war. Und jetzt zu sagen, wir haben Antworten auf alles, wie soll es weitergehen? Also bei mir wird sich wahrscheinlich meine Haltung und mein Gefühl zu dem, was passiert, auch noch 20 Mal wieder ändern. Das ist erst der Anfang von dieser Veränderung und ich bin gespannt, wohin das führt, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt. Und vielleicht bin ich in 2 Jahren nach, weiß ich nicht, einem kleinen Auslandsaufenthalt wieder so unfassbar motiviert und komme und denke, ich verändere die Welt wieder, so wie das noch vor einem halben Jahr war. Und ich glaube, sich das zuzugestehen, noch zu sagen, ich weiß es noch nicht, aber ich bleibe auf jeden Fall auf der guten Seite, auf der Lichtseite. Dass, wir müssen die Antworten nicht haben. Wir müssen sagen, komm, lass uns zusammen die wir haben die Fragen, dann komm, lass uns zusammen die Antworten finden. Lass uns das gemeinsam machen. Lass uns zusammen vorangehen und herausfinden, was los ist und nicht einfach nur uns gegenseitig Vorwürfe machen, weil das bringt niemanden voran. Und vor allem, wenn man mutig ist, ja, also wenn man vorangeht, dann wird man irgendwie vom Leben immer unterstützt. Also das ist meine Erfahrung. Ja. So ist auch dieses Projekt, was wir hier haben, nur zustande gekommen, im Vertrauen geblieben und Menschen kennengelernt, die auch vertrauen. Also der Produzent, der das hier macht, der kannte mich vorher nicht wirklich, außer aus ein paar Internetvideos. Ja. Und wir haben uns einfach vertraut und wir haben uns darüber kennengelernt. Mhm. Und plötzlich machen wir das jetzt hier seit 1,5 Jahren mit tollen Menschen, mit tollen Gästen, mit berührenden Gesprächen und einer immer stärker wachsenden Community. Und ich glaube, das ist auch genau das, dieses, was ich weiß gar nicht, es wird nicht leicht. Wer hatte das eben gesagt? Sie haben gesagt, es wird nicht leicht. Ich glaube, wenn man da in die spirituelle Sicht einsteigt, ja, dann geht es der Seele darum, Erfahrungen zu sammeln. Und die Seele bewertet nicht. Also das ist so das, was also ich aus vielen spirituellen Büchern gelernt habe. Das heißt, es darf auch ruhig schwer werden. Ja. Und es gibt diesen schönen Satz, der heißt, der Weg legt sich unter die Füße, während man ihn geht. Ihn einfach zu gehen, das ist der Punkt. Und zu erkennen, darüber haben wir im Einzelgespräch auch gesprochen, Herr Riemer, dieses, was Sie auch gesagt haben, wir haben diesen Moment gerade, das ist der Moment, den wir haben, was in 3 Stunden ist. Wissen wir nicht. Aber deswegen jetzt zu sagen, ich habe Angst vor der Zukunft, macht überhaupt gar keinen Sinn. Und dieses Bewusstsein auch wieder herbeizuführen, ist, glaube ich, auch eine Aufgabe, wo ich sagen würde, wenn wir da alle zu beitragen, dann wird das so Wellenbewegungen machen und dann werden überall neue Projekte entstehen. Und dann können wir gar nicht mehr anders als sagen, wir haben eine schöne Zukunft. Und das ist das, was ich meinte, was wir in Anführungszeichen im Angebot haben. Weil was sich gezeigt hat, ist, dass in Anführungszeichen die Wissenschaft, ich arbeite an der Uni, ich weiß, wie Wissenschaft funktioniert. Ich weiß, wie Drittmittelakquise funktioniert. Ich kenne das Spiel und weiß deswegen, dass es gibt nicht die wissenschaftliche Expertise kann man für Geld kaufen. Und das Coca-Cola Meinungsforschungsinstitut findet nicht heraus, dass Pepsi besser schmeckt als Coke. Das halte ich für unwahrscheinlich. Und was wir im Angebot haben, ist das, was die Wissenschaft in Anführungszeichen nicht liefern konnte. Wir haben gesehen, dass die Wissenschaft, eigentlich hätten wir dafür keinen Beweis gebraucht, weil es gab genug Belege dafür in der Vergangenheit, die Wissenschaft nicht dazu in der Lage ist, Fragen zu beantworten. Die können uns Zahlen liefern, die können uns sagen, das und das und das, aber die können das in einem ganz, ganz engen Fokus, können die bestimmte Fragen beantworten, aber die Wissenschaft liefert nichts dafür, um zu wissen, wie man einen Staat zu führen hat, wie eine Gesellschaft funktioniert. Da liefert das keine Antworten. Zahlen über Corona und Inzidenzen und alles, das liefert keine Antworten auf gar nichts. Das sagt uns nicht, wie wir zu leben haben. Das sagt uns nicht, was gut und was schlecht ist. Ich will mal daran erinnern, dass in Europa bis in die 70er, teilweise in die 80er Jahre hinein, es als adäquate psychiatrische, neurologische Behandlungsmethode galt, Lobotomien durchzuführen. Das war auch wissenschaftlicher Konsens, dass das eine ganz tolle Idee ist. Was ist das? Entschuldigung. Da geht man ins Gehirn rein und schneidet so Teile aus dem Gehirn raus. Damit da was drin ist, das muss man ja feststellen. Ja, durchs Auge sogar, oder? Ne? Durchs Auge, ja. Durch die Nase hat man was rausgeholt und dann verhält er sich danach anders. Hier, die Kennedy, bei der hat man das ja gemacht und die ist ja bis ans Ende ein Pflegefall geworden. Bis man dann auf die Idee gekommen ist, dass das vielleicht
Und warum hat man damit aufgehört, wenn man zu dem Ergebnis gekommen ist, dass es unethisch ist? Hm. Nicht weil man festgestellt hat, dass es auch nicht funktioniert, sondern es ist unethisch, das zu machen. Es ist unethisch, Menschen gegen ihren Willen umzubringen, auch wenn man sich vorher gesagt hat, ach, das ist der lebensunwertes Leben. Das ist eine Frage von Ethik, von Moral und von gesellschaftlichen Überzeugungen. Und wir liegen dem Irrglauben anheim, dass, wenn sich da ein Professor für sonst irgendwas ins Fernsehen stellt und sagt, also ich habe in meinen Computer mal Zahlen reingehackt und er hat mir jetzt diese Kurve ausgespuckt und jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Der hat von Moral, Ethik und diesen ganzen Sachen keine Ahnung, muss er ja auch nicht haben, aber er ist in keiner Position und keine Instanz, uns als Gesellschaft irgendwas erzählen zu können, wie wir zusammen zu leben zu haben, nur weil er einen Computer bedienen kann und uns eine Grafik präsentiert. Und selten Menschen original kennengelernt. Ja, für den sind Menschen Zahlen auf dem Papier. Und wenn es eines ist, wozu ich mich nicht degradieren lassen möchte, dann eine belanglose Zahl, eine Statistik auf dem Papier, die man beliebig von rechts nach links und von oben nach unten verschieben kann. Da bin ich vielleicht mal ein Arbeitsloser auch. Wir machen eine neue Kategorie auf. Och, wir haben keine Arbeitslosen mehr. Da schieben wir die alle darüber. Das ist das, was auf politischer Ebene passiert. Hat sich in der Realität was verändert? Nein. Hat sich bei den Menschen was verändert? Nein, es sind nur Zahlen von der einen Statistik in die andere gewandert und jetzt ist die Welt auf einmal eine andere. Nein, die Welt ist genau die gleiche, die sie vorher war. Nur weil irgendein Kasper, der sich da hingesetzt hat und gesagt hat, also meine Zahlen sind jetzt die richtigen. Ja, und in 5 Jahren kommt da der nächste. Also nein, ganz falsch. Ich will nur immer sagen, wenn dann gesagt wird, der Weltklimarat hat jetzt rausgefunden, dass alles schon 2030 stattfindet, möchte ich immer für die Perspektive... Oh, jetzt machen wir ein ganz neues, großes Thema. Ich will nicht über das Klima reden, aber die Perspektive dabei ist, also haben sie sich vorher geirrt. Ich möchte mich ganz herzlich bei der Runde hier bedanken. Das hat unglaublich viel Freude gemacht. Diese Runden, die kommen immer so zusammen, wirklich, das ist fast eine Fügung, muss man sagen, dass das so passt und dass Herr Brandecker heute auch noch Zeit hatte, dass Herr Riemer auch spontan gesagt hat, nicht ganz so das spontan haben Schauspieler wie Sie. Manchmal, als Grundvoraussetzung. Ja. Und ich sage einfach nur Danke. Hat große Freude gemacht. Ja, ebenso. Ja, ebenso. Und an alle auch. Danke. Ja, ich habe gerade aber noch eins festgestellt. Und zwar, schauen Sie mal, Herr Riemer, Politik hat das Wort Po drin. Oh. Kann uns das was über die Wirkung verraten? Wahrscheinlich. Geht vielen Politikern wahrscheinlich jetzt am Arsch vorbei, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder der Hintern auf Grundeis. Ja. Genau. Schauen wir. Regierung. Steckt auch was drin, so ein komisches Wort mit Gier. Ja, die deutsche Sprache, das macht Spaß. Ne? Oder Enttäuschung, ja das Ende einer Täuschung. Eine schöne Schlagzeile war mal eben wegen Po, Wels aus dem Po gezogen. War ein Fischer, der einen schönen... Er regiert. Ja, super. Ich danke ganz herzlich Dr. Justus Hoffmann. Danke für Ihr Kommen. Ich danke Dieter Brandecker. Ich danke ganz herzlich Marco Riemer und ebenso herzlich Nina Malaika. Und euch danke ich fürs Zuschauen an dieser Stelle, für eure Unterstützung. Bis ganz bald hier bei Fairtalk TV. Gute Nacht. Danke. Gute Nacht. Tschüss. Auf Augenhöhe.